Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung im Gesundheitsausschuss, der letzten Anhörung vor der Sommerpause. Nach der Sommerpause kündigen sich weitere Anhörungen in geballter Form an. Ich weise darauf hin, dass das schon die vierte Sitzung des Gesundheitsausschusses in dieser Woche ist. Und wir haben erst Mittwoch. Ich freue mich, dass ich den parlamentarischen Staatssekretär Dr. Thomas Geppert begrüßen kann und weitere Vertreter und Vertreterinnen der Bundesregierung. Weise aber in diesem Zusammenhang noch mal darauf hin, weil das bei der letzten Anhörung am Montag nicht allen ganz klar war. Hier werden die Experten gefragt. Das heißt nicht, dass die Bundesregierung keine Experten hat. Aber es gibt andere Formate, wie die Regierungsbefragung eben im Bundestag oder schriftliche Befragungen oder Befragungen im Ausschuss, wo dann die Bundesregierung Antworten gibt. Und wir sollten hier unsere Fragen konzentrieren auf die Kompetenz der hier anwesenden Sachverständigen. Wir beschäftigen uns heute mit der in der öffentlichen Anhörung mit dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD, Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Hebammenausbildung und zur Änderung des 5. Sozialgesetzbuches sowie mit dem Antrag der Fraktion der AfD, Geburtshilfe in Deutschland flächendeckend sicherstellen, auf Drucksache 19-10631. Meine Damen und Herren, mit Ihrem Gesetzentwurf wollen die Koalitionsfraktionen den Hebammenberuf zukunftsgerecht weiterentwickeln, ihn attraktiver machen und die Qualität der Ausbildung verbessern. Hebammen sollen den komplexer werdenden Anforderungen des Gesundheitssystems durch eine stärker wissenschaftlich ausgerichtete, akademische und zugleich berufsnahe Ausbildung begegnen können und damit der herausragenden Verantwortung, die ihr Beruf mit sich bringt, gerecht werden. Darüber hinaus regelt der Gesetzentwurf die Übernahme der Reisekosten für Begleitpersonen von Pflegebedürftigen in der Reha. Die Fraktion der AfD fordert in ihrem Antrag den Aufbau neuer Krankenhausabteilungen, sodass die Erreichbarkeit einer geburtshilflichen Abteilung für jede Schwangere innerhalb von 40 Minuten gegeben ist. Darüber hinaus soll eine 1:1-Betreuung sichergestellt und für freiberufliche Hebammen in geburtshilflichen Abteilungen eine Haftpflichtversicherung durch den Arbeitgeber abgeschlossen werden. Über Ihre Vorschläge wollen wir mit den Sachverständigen jetzt 2 Stunden diskutieren. Bevor wir in den Ablauf oder in die Anhörung einsteigen, einige Erläuterungen zum Ablauf. Die sind immer wieder gleich, aber es gibt immer wieder Sachverständige, die das erste Mal teilnehmen. Und die Zahl der Zuschauer an den Bildschirmen wird also von Mal zu Mal größer, sodass also auch gewährleistet sein muss, dass die, die nicht hier im Raum sind oder den Raum nicht komplett überschauen können, wissen, wer also Fragen stellt und wer also antwortet. Also die Anhörung dauert 120 Minuten. Wir werden 2 Runden durchführen. In der ersten Runde kommen alle Fraktionen zu Wort, entsprechend ihrer Stärke. In der zweiten Runde kommen nur noch die Fraktionen CDU, CSU und SPD zu Wort. Darf die Fragenden wie auch die Sachverständigen bitten, sich kurz zu fassen, damit wir viele Fragen abarbeiten können. Bitte die Sachverständigen und auch die Abgeordneten, die Mikrofone zu benutzen und Name und Verband zu nennen. Das ist dafür wichtig, damit also die, die nicht im Raum sind und die Anhörung
digital oder über das Parlamentsfernsehen verfolgen, nachvollziehen können, wer Fragen stellt und wer antwortet. Die Anhörung wird digital aufgezeichnet, wird live im Parlamentsfernsehen gezeigt und die Anhörung ist in der Mediathek des Bundestages anzuschauen. Es gibt ein Wortprotokoll zur Anhörung, das dann auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht ist. Und ich danke allen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben, soweit zur Einführung. Und die erste Frage stellt die CDU-CSU-Fraktion, die Vorsitzende oder Sprecherin Karin Mack. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Tag, meine Damen und Herren. Meine erste Frage richtet sich an die Einzelsachverständige Frau Professor Grieshoop. Sie haben ja nun Erfahrungen gesammelt an der Evangelischen Hochschule in Berlin mit dem dualen Bachelorstudiengang. Und mich würde interessieren, wie bewerten Sie jetzt diesen vorliegenden Gesetzesentwurf vor dem Hintergrund Ihrer auch praktischen Erfahrung? Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu Sie bekommen von mir das Wort erteilt. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass also der Getränkeservice der Firma Dussmann war, was das Wasser anging, ausverkauft. Und man liefert in spätestens in 30 Minuten weitere Wassermengen, sodass wir also die 2 Stunden hier überbrücken können. Nur damit Sie wissen, dass hier Wasser im Anmarsch ist. Und jetzt Professor Dr. Grieshoop, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Zunächst möchte ich mich auch dafür bedanken, dass ich hier Gelegenheit bekomme, Ihre Fragen zu beantworten. Ich begrüße den Gesetzesentwurf sehr, weil bessere Qualität in der Bildung natürlich auch zu einem Qualitätszugewinn in der Versorgung von Frauen, Kindern und Familien führen soll. Und das ist eine Investition in Gesundheitsförderung und Prävention gleich von Anfang an. Insbesondere begrüße ich die Reduktion der Praxis, verknüpft mit einer systematischen Praxisanleitung. Das ist neu in der Hebammenausbildung. Das ist sehr, sehr positiv zu bewerten. Ich begrüße auch sehr die Vergütung der Studierenden. Gerade in einem doch überwiegend von Frauen aufgenommenen Beruf ist das sehr positiv. Und die Übernahme der Kosten für die Praxisanleitung und die Weiterqualifizierung der Praxisanleitung im ambulanten Sektor, die allerdings mehr als einen kurzen Zeitraum beanspruchen wird. Allerdings sollte daneben in dem Gesetzesentwurf die Gesamtverantwortung der Hochschule noch besser herausgearbeitet werden. Und da greife ich auf meine Erfahrungen aus unserem eigenen Studiengang zurück. Neben der Koordination des Studiengangs der theoretischen und praktischen Anteile sollte vor allen Dingen auch die Vergabe der Praxisplätze und die Durchführung der praktischen Studienphasen als curricularen Bestandteil noch in die Verantwortung der Hochschule übernommen werden, weil nur über diese Art dann die Verantwortung der Hochschule für die Qualitätssicherung im Rahmen der Akkreditierung auch vollständig übernommen werden kann. Die zentrale Steuerung der Vergabe der Ausbildungsplätze oder Studienplätze über die Hochschule stellt dann auch sicher, dass die Studierenden Erfahrungen in mehr als einer Klinik erwerben können. Das ist wichtig, um hinterher auch in allen Versorgungsbereichen, Versorgungsleveln einsetzbar zu sein. Und gleichermaßen wird auch ein diversitätsgerechtes und standardisiertes Auswahlverfahren über einen kompletten Kooperationsverbund sichergestellt. Das ist also in allen Praxiseinrichtungen, es werden mehr als nur eine sein, dann auch gleichermaßen überall standardisiert abläuft. Ergänzen möchte ich noch, dass auch so etwas wie Probezeit oder auch Kündigung eigentlich im hochschulischen Selbstverständnis nicht vorkommen. Der Studienerfolg wird anhand der bestandenen Prüfungen bemessen und nicht anhand einer Probezeit. Auch da wünschen wir uns eine Nachsteuerung in der Vertragsgestaltung zwischen Hochschule und Studierenden und gegebenenfalls Praxispartnern als vielleicht dreiseitigen Studienvertrag. Vor allen Dingen braucht es nach außen hin Klarheit
Was es ist, ist ein Studium. Dazu passt nicht wirklich, dass ein Ausbildungsvertrag zwischen einer Praxiseinrichtung und einer Studierenden geschlossen wird über einen Studiengang, der eigentlich von einer Hochschule durchgeführt wird. Also das könnte in der Außendarstellung doch etwas irritierend für Bewerberinnen sein. Was ist es eigentlich? Ist es eine Ausbildung oder ist es ein Studium? Da sollte die Hochschule besser abgebildet sein. Aber insgesamt ist der Gesetzentwurf sehr zu begrüßen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Emmy Zollner von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, meine Frage geht an den Deutschen Hebammenverband und an den Deutschen Caritasverband. Wir würden auch gerne von Ihnen wissen, wie Sie den Gesetzentwurf zur Einführung eines dualen Hebammenstudiums grundsätzlich bewerten. Und gehen Sie hierbei bitte auch darauf ein, dass Hebammen während des gesamten Studiums eine Vergütung erhalten sollen. Vielen Dank. Frau Bovermann, Sie haben das Wort. Recht herzlichen Dank, Herr Rüddel. Danke, Frau Zollner, für die Frage. Yvonne Bovermann vom Deutschen Hebammenverband. Wir schauen ebenso, wie Frau Professor Griesruck gerade geschildert hat, sehr, sehr positiv auf diesen Gesetzentwurf. Er ist sehr stimmig, er ist gut ausgearbeitet. Ich möchte jetzt hier nochmal besonders betonen, dass diese duale Ausgestaltung aus unserer Sicht ganz besonders gelungen ist, weil wir werden ja in jedem Fall zwei Lernorte haben. Zwei Lernorte heißt die Praxis und die Theorie, also kein Ausbildungsort mehr. Das heißt, das sind duale praxisintegrierende Studiengänge, primärqualifizierend. Und sehr gut gelungen ist, dass sowohl diese Ausgestaltung der Verzahnung zwischen Theorie und Praxis als auch die Ausfinanzierung beide vorhanden sind. Und nur so kann es nämlich auch gelingen. Wenn die Praxispartner ihre Leistungen nicht vergütet bekommen, können sie nicht qualitätssichernd arbeiten und Praxisanleiter zur Verfügung stellen, weil das gibt das Gesundheitswesen nicht her. In diesem Sinne sind wir damit sehr zufrieden. Wir haben in Deutschland weit über 1000 derartige duale Studiengänge. Das heißt, anders als jetzt eben dargestellt, schaue ich da anders drauf. Wir haben sehr gute Erfahrung in Deutschland mit dualen Studiengängen. Es funktioniert hervorragend mit diesen Verträgen. Sie stören nicht und sie sichern, dass unsere Studierenden eben nicht im Rahmen von Praktikas sagen wir mal, nicht so eingesetzt werden, wie sie eigentlich eingesetzt werden sollten. Und in dem Sinne gucke ich auch auf die Studienvergütung so positiv. Ich habe recherchiert, duale Studiengänge sind eigentlich immer mit einer Vergütung. Das gehört da im Selbstverständnis dazu. Und die Pflegestudiengänge sind die einzigen, die keine Vergütung haben und dementsprechend haben die es gerade extrem schwer, Studierende zu finden. Und in so eine Falle dürfen wir auf keinen Fall hineingeraten. Deswegen sind wir sehr zufrieden, dass der Gesetzgeber eigentlich das System duale Ausbildung hier unglaublich gut erweitert hat auf duales Studium. Man kann sagen, dieser Exportschlager duale Ausbildung wird jetzt modernisiert für die Berufe, die eben mittlerweile theoretisch nicht mehr an der Berufsfachschule gelernt werden können. Und wir glauben, dass das auch ein Erfolgsmodell sein kann. Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Auch wir bewerten den Gesetzentwurf außerordentlich positiv. Es ist sehr gut, dass die Ausbildung der Hebammen auf ein akademisches Niveau gehoben wird und dass sie durchgeführt wird im Rahmen eines dualen Studiums. Da kann ich mich nur den Punkten anschließen, die meine Vorrednerin soeben erwähnt hat. Außerordentlich positiv sehen wir, dass Vorbehaltsaufgaben definiert werden. Das haben wir jetzt schon in mehreren Berufsgesetzen, so auch in diesem Berufsgesetz. Das ist sehr wichtig. Wir sehen auch sozusagen den Kanon der Studienziele, die da beschrieben worden sind, als sehr positiv. Nur ganz wenig Nachbesserungsbedarfe und Ergänzungsbedarfe würden wir hier sehen, wie beispielsweise die Überwachung, Beobachtung der Schwangerschaft und die Aufgabe der perinatalen Versorgung in der unmittelbaren Nachgeburtsphase. Besonders positiv bewerten wir auch den hohen Anteil der Praxisanleitung. Da besteht sozusagen durchaus Nachholbedarf, insbesondere diese 25%, die jetzt im Gesetzentwurf vorgesehen sind, sind geradezu vorbildlich. Da müssen wir auch sozusagen, glaube ich, hier noch eine Ausbildungsoffensive betreiben. Und der Gesetzentwurf sieht ja hier auch eine stufenweise Anhebung von 10% auf 25% vor. Also insgesamt eine sehr positive Bewertung des Gesetzentwurfs. Und natürlich sehen auch wir es als sehr begrüßenswert an, dass hier während des gesamten Studienverlaufs eine angemessene Vergütung der Hebammen erfolgt. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Erich Oelsdorfer. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Meine Frage geht an den Deutschen Hebammenverband. Wir brauchen wieder mehr Hebammen in der aktiven Geburtshilfe, da immer mehr Hebammen sich auf die Vor- und Nachsorge konzentrieren. Was wäre Ihrer Ansicht nach eine wirksame Maßnahme, um insbesondere hier
die freiberuflich tätigen Hebammen wieder in diese Geburtshilfe zu bringen. Vielen Dank, Frau Bovermann. Ja, danke schön. Eine Maßnahme ist ganz sicherlich diese Akademisierung, die hier stattfinden soll, weil wir jetzt schon meinen, beobachten zu können, hier müssen wir auch noch mal Zahlen eruieren und erheben, aber dass studierte Hebammen es leichter haben, in der Geburtshilfe, in den Kreissälen etwas zu verändern, und das hilft den Kolleginnen, dort einfach zu bleiben. Wir wissen ja, dass das eine gefühlte sozusagen Nichtwirksamkeit Leute eher aus dem Beruf herausbringt oder aus dem Bereich, wo sie sich nicht wirksam fühlen. Die anderen Bereiche hat der Hebammenverband auch sehr differenziert dargestellt. Wir glauben, es braucht verschiedene gesetzliche Maßnahmen, um die Arbeitsbedingungen in den Kreissaal zu verändern. Ganz sicherlich müssen wir auch Personalbemessungsinstrumente haben. Es muss mehr Hebammen in den Kreissälen, es muss möglich sein, mehr Hebammen anzustellen, und mit dieser Entwicklung werden auch mehr wieder dort bleiben. Es braucht Maßnahmen, die die interprofessionelle Zusammenarbeit fördern, dass Fehler nicht mehr sozusagen als dramatisches Ereignis gesehen werden, sondern zum Lernen wahrgenommen werden. Wir haben das sehr konkret dargestellt im Geburtshilfestärkungsgesetz und schlagen ja auch vor, diese Maßnahmen, die wir empfohlen haben, im Verfahren, im Omnibusverfahren mit in dieses Gesetzgebungsverfahren hineinzunehmen, weil wir tatsächlich schnell Hilfe brauchen. Vielen Dank. Nächste Frage stellt Emmy Zollner. Genau, meine nächste Frage geht an die Einzelsachverständige Frau Professor Grieshopp. Aktuell sieht der Gesetzentwurf einen Übergangszeitraum bis Ende 2030 vor, in dem die praktischen Lehrveranstaltungen des Studiums und die Praxisbegleitung über Kooperationen auch an Hebammenschulen durchgeführt werden können. Erachten Sie diesen Übergangszeitraum für die geplante Umstellung auf ein duales Studium als ausreichend? Frau Professor Dr. Grieshopp, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Aus meiner Sicht ist ein schnellerer Übergang, wäre ein schnellerer Übergang sinnhafter für diesen vollständigen Systemwechsel. Die derzeitige Übergangsfrist für die Hebammenschulen begünstigt weitere Neugründungen. Gerade in der letzten Woche habe ich von einer weiteren Neugründung einer Hebammenschule gehört. Das ist nicht zielführend und verstärkt Parallelstrukturen. Gleichzeitig ist die Existenz der Hebammenschulen, also die Finanzierung der Hebammenschulen, über das Ende des letzten Ausbildungsgangs hinaus unklar. Also da ist noch etwas offen. Zudem machen die Doppelstrukturen aus Sicht der Hochschule wenig Sinn dann nach Abschluss der Ausbildung an den Hebammenschulen, denn die praktischen Lehrveranstaltungen, die dort vorgesehen sind oder die dort durchgeführt werden können, gehören ja ausdrücklich in die hochschulische Lehre und müssten überwiegend durch hauptamtlich Lehrende der Hochschule, und das sollen vorwiegend promovierte Kräfte sein, und dann auch in den hochschulischen Skills Labs, also Simulationstrainings in den Übungsräumen, durchgeführt werden. Also eine Ausgliederung der praktischen Lehrveranstaltung als Curricula explizit hochschulisches Element macht nach meiner Einschätzung eher nicht so großen Sinn. Zudem, und das möchte ich an der Stelle anmerken, wir eigentlich auch schon auf eine 10-jährige Übergangsfrist zurückgucken. Die Modellklausel wurde 2009 erlassen und wir haben ja eigentlich schon 10 Jahre, in der wir uns mit diesem Übergang beschäftigen. 16 Hochschulstandorte sind schon implementiert oder dort sind Hebammenstudiengänge implementiert, sodass ich der Meinung bin, wenn die Ausbildung de facto an den Hebammenschulen abgeschlossen ist, braucht es für die praktischen Lehrveranstaltungen die Hebammenschulen nicht zwingend. Danke. Vielen Dank. Karin Mack. Ich bleibe bei Frau Professor Grieshopp und zusätzlich bei Frau Fix vom Caritasverband, die für die Erlaubnis maßgeblichen Teile des Hebammenstudiums sollen ja jetzt 4.600 Stunden umfassen, mindestens 2.100 Stunden berufspraktischer Teil. Reicht das? Ist dieser Mindestanteil angemessen? Frau Professor Dr. Grieshopp. Ja, gerne. Diese Reduktion ist sehr zu begrüßen, vor allen Dingen in Verknüpfung mit der strukturierten Praxisanleitung, die ja ein viel, viel besseres systematisches Lernen in der Praxis ermöglicht. Die Pflege hat schon 2004 deutlich reduziert. Wir hängen da deutlich hinterher. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass
in diesen Praxisstunden unbedingt auch die außerklinische Ausbildung ausreichend berücksichtigt werden muss, weil das Wochenbett inzwischen fast vollständig in den häuslichen Bereich verlagert wurde und auch die Liegezeiten der Schwangeren in den Kliniken deutlich zurückgegangen sind. Also wenn man das vergleicht mit 1985, das Gesetz das letzte Mal novelliert wurde. In dieser Praxiszeit von 2100 Stunden sollte nach meiner Ansicht aber auch im geringen Umfang die Möglichkeit geschaffen werden, einen Stundenumfang bei Familienhebammen oder auch in Beratungsstellen zu verbringen, dort also auch Praxiszeit zu absolvieren. Denn es erscheint mir widersprüchlich, dass wir so viel Geld in die frühen Hilfen investieren, aber diese Interdisziplinarität nicht schon in der Primärqualifizierung anbahnen. Da weist auch der Wissenschaftsrat in einem Papier von 2012 darauf hin, dass die Interdisziplinarität schon in der Primärqualifizierung angesiedelt sein soll. Und ebenso wünsche ich mir, dass auch ein geringer Teil der praktischen Ausbildung sinnvoll in Skills Labs durchgeführt werden kann, insbesondere um dort interprofessionelle Notfalltrainings durchführen zu können, weil es belegt ist, dass diese Notfalltrainings ganz erheblich zu einer besseren Bewältigung von Notfallsituationen in den geburtshilflichen Teams beiträgt. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Ja, wir sehen hier durchaus Nachbesserungsbedarf. Bisher ist es ja so, dass von den 4.600 Stunden 3.000 auf den berufspraktischen Teil und 1.600 auf den theoretischen Teil entfallen. Das ist sicher einer akademischen Ausbildung nicht angemessen, ein solches Verhältnis. Der Gesetzentwurf sieht jetzt vor, dass je 2.100 Stunden auf den berufspraktischen und auf den theoretischen Teil entfallen. Es bleiben 400 Stunden übrig und wir setzen uns dafür ein, dass diese 400 Stunden auch direkt dem berufspraktischen Teil zugeschlagen werden. Denn sagen die berufspraktische Ausbildung ist sehr wichtig und eminent wichtig, sodass also wirklich hier das Kontingent erhöht werden sollte. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael Henrich. Ich richte meine Frage an den Wissenschaftsrat. Das Studium soll ja künftig als duales Studium ausgestattet sein. Wie bewerten Sie das grundsätzlich und vor allem, wie halten Sie das auch für geeignet, die Hebammenlehre ausreichend wissenschaftlich auszubauen? Vielen Dank, Frau Professor Dr. Prinzessin zu sein, Wittgenstein-Hohenstein. Sie haben das Wort. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, wie bereits in der Stellungnahme des Wissenschaftsrates ausgeführt, betrachten wir ein dual primär qualifizierendes Studium als geeignet. Aus unserer Sicht geht der Gesetzesentwurf in die richtige Richtung. Allerdings sollte deutlich gemacht werden, dass es sich auch wirklich um ein primär qualifizierendes, praxisintegrierendes, duales Studium handeln soll. Und hierfür ist es notwendig, dass die Gesamtverantwortung für die Planung und Durchführung sowie für die Qualitätssicherung aller Lehr- und Lernanteile bei der Hochschule liegt. Und dies sollte eindeutig im Gesetzesentwurf hervorgehoben werden. Und welche Änderungen es hierfür bedarf, haben wir in der Stellungnahme ausgeführt. Dieses bezieht sich insbesondere auf den Paragraphen 22 des Entwurfes. Und die Planung und die Durchführung der praktischen Studienphase sowie auch die Qualitätssicherung für die theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen sollten bei der Hochschule liegen. Und nach Auffassung des Wissenschaftsrates ist eine Koordinationsverantwortung der Hochschule zu wenig, um zu gewährleisten, dass es sich um ein wissenschaftliches Studium handelt. Sie muss daher auch eine inhaltliche Definitionshoheit haben. Ich komme jetzt zu Ihrer zweiten Frage. Grundsätzlich ist die Einführung dieser Studiengänge auch geeignet, um die wissenschaftliche Entwicklung des Faches Hebammenwissenschaft voranzubringen. Allerdings ist die Einrichtung von Bachelorstudiengängen natürlich nicht hinreichend. Es müssen auch die nächsten Stufen im Bologna-Zyklus, Master, Promotion mitgedacht werden. Und insbesondere muss auch die Forschung mitgedacht werden. Und der Wissenschaftsrat hat bereits 2012 die Empfehlungen des Gesundheitsforschungsrates unterstützt, der insbesondere in den Bereichen der klinischen Forschung und der Versorgungsforschung Potenziale für eine genuine Forschung und von der medizinischen Forschung und weiteren Bezugsdisziplinen hinreichend klar abgrenzbare Forschung in den Gesundheitsfachberufen erkannt hat.
Es fehlt generell an wissenschaftlicher Nachwuchsförderung und wissenschaftlichen Karrierewegen in Deutschland einerseits. Nachwuchswissenschaftler weichen oftmals in das Ausland für die Promotion oder die Postdoc-Phase aus. Und es müssen eben in Sukzession mehrere Stellen für das wissenschaftliche Personal eingerichtet werden. Andererseits fehlen im Gesundheitsbereich Karrierewege in den Bereichen Clinical Practice, also klinische Praxisausübung, Management und Pädagogik, um die durch Master und Promotion erworbenen Kompetenzen auch entsprechend in die Gesundheitsversorgung einbringen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Reukühne. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Deutschen Hebammenverband und an die allseits offensichtlich sehr begehrte Frau Professor Dr. Melita Griesop. Derzeit gibt es die Forderung, dass Hebammenschülerinnen und Schülern nicht nur bis Ende des Jahres 2021, sondern bis zum Jahr 2025 zu ermöglichen, ihre Ausbildung an Hebammenschulen zu beginnen. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag aus, auch aus Ihrer europarechtlichen Sicht? Vielen Dank, Frau Bovermann. Sie haben das Wort. Dankeschön. Zunächst mal, also wir haben drei Gründe, weswegen wir diesen Vorschlag höchst kritisch sehen. Der erste Grund ist zunächst mal die EU-Richtlinie. Die Übergangsfrist in der EU-Richtlinie war von 2013 bis 2020. Und eine weitere Verlängerung ist da nicht vorgesehen. Die Frist läuft ab. Und damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen und können nicht einfach sagen, also Europarecht gilt jetzt nicht und wir verlängern diese Frist. Ein zweiter Aspekt wird mir immer deutlicher, auch jetzt nach unserem Hebammenkongress. Ich halte es zunehmend für extrem, ich sage es offen, unethisch, weiterhin junge Menschen in eine Ausbildung hineinzuschicken nach dem Ablauf der Frist der EU-Richtlinie, die eine Ausbildung erwerben werden, die unter dem Level liegt, der europaweit von allen Staaten beschlossen wurde. Das ist nicht in Ordnung, dass die dann wissen, sie werden mit ihrem Abschluss unterhalb des eigentlich geforderten Niveaus liegen. Sie werden womöglich beruflich Nachteile dadurch haben oder sie werden später, so wie im Augenblick der Stand der Dinge ist, noch einen weiteren Studiengang absolvieren und dann ihre 4,5, 5, 6, 7 Jahre brauchen, um einen Bachelorabschluss zu erreichen. Ich würde das meinen Kindern tatsächlich nicht empfehlen. Ich sage das hier so persönlich und ich glaube, die meisten Anwesenden hier auch nicht. Wir können das nicht tun. Wir nehmen an, dass die jungen Menschen das mit den Füßen abstimmen werden. Die werden das nicht machen. Und ein dritter Grund noch, das Fortbestehen der Hebammenschulen, Frau Professor Griesop hat es gerade gesagt, wird dazu führen, dass wir weiterhin die Studiengänge nicht so gut aufbauen können. Wir haben an den Hebammenschulen hervorragend ausgebildete Lehrerinnen, die eigentlich jetzt, sagen wir, mit ihren Aufgaben ein da runterfahren müssten, um an den Studiengängen aufzubauen. Die sind qualifiziert, die haben überwiegend einen Master- oder einen Diplomabschluss, die brauchen Zeit, um zu promovieren. Wenn die weiter ihren Job machen und die machen das dankenswerterweise wirklich hoch anständig, die schmeißen nicht hin, die ziehen das weiter durch mit der Hebammenausbildung. Wenn die das weiterhin machen sollen, weil die Hebammenschulen fortbestehen, fehlen die an den Studiengängen und das können wir uns überhaupt nicht erlauben. Und von daher sind wir dringend der Meinung, eigentlich wieder zurückzuschrauben von den 2 Jahren, die jetzt im Gesetz drin stehen, wieder zurück auf das eine Jahr. Das sehen wir als das absolute Maximum. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Griesop. Sie hätten jetzt noch 7 Sekunden. Aber wenn alle damit einverstanden sind, ziehen wir nachher die Zeit, die Sie brauchen, in der zweiten Runde bei der CDU ab. Okay, ich fasse mich kurz. Ich stimme ganz ausdrücklich Frau Bovermann zu. Es ist ethisch überhaupt nicht zu vertreten, eine absehbare und unzumutbare Benachteiligung der Absolventin dieser 2 Jahrgänge, über die Frau Bovermann gerade gesprochen hat, das denen im Vorab sozusagen zuzumuten, zumal die Modellklausel schon 10 Jahre alt ist. Wir sind vorbereitet. Wir wissen seit 10 Jahren, dass dieser Übergang kommen wird. Ab 2020 oder nach 2020 soll auch nach meiner Einschätzung keine Ausbildung mehr an den Hebammenschulen neu begonnen werden. Über die 16 Hochschulstandorte, die wir bereits jetzt haben, könnten wir, wenn diese im Vollausbau laufen würden, bereits 640 Absolventinnen hervorbringen. Das heißt, Kapazitäten sind ja schon geschaffen. Es müsste nur über die Länder eine sichere Finanzierung zugesagt werden, dass Planungssicherheit da ist, dass Personal eingestellt werden kann und die Strukturen müssten aus- und aufgebaut werden. Und dazu möchte ich noch betonen, dass bereits in den wenigen Modellstudiengängen, die wir haben, 100 geburtshilfliche Kliniken kooperieren, also auch in den Praxisorten eine hochgradige Bereitschaft
Bereitschaft ist, in diesen Studiengängen zu kooperieren, auch auf der Leitungsebene. Persönlich haben wir an der EHB, nicht ich persönlich, sondern wir an der EHB, haben von 2013, dort sind wir mit 20 Studierenden gestartet. Wir stocken zum kommenden Wintersemester wahrscheinlich auf 54 auf, zuzüglich 4 Studierende, die fachschulisch ausgebildet werden und bei uns sich nachqualifizieren über ein verkürztes Studium. Das zeigt, wie hoch die Bereitschaft ist und wie groß der Erwartungsdruck auch ist, dass wir jetzt endlich beginnen. Danke. Vielen Dank. Jetzt steigt die SPD-Fraktion in die Befragung ein und die erste Frage stellt die Kollegin Bettina Müller. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den GKV-Spitzenverband. Mit der Neuregelung der Ausbildung verbleibt nur der berufspraktische Teil in der Finanzierung über das Krankenhausgesetz. Neu ins KHG kommt die Finanzierung der Praxiseinsätze bei freiberuflichen Hebammen. Dafür fallen die Hebammenschulen aus der KHG-Finanzierung. Den hochschulischen Ausbildungsteil sollen künftig die Länder finanzieren. Frage: In welchem Umfang entlastet die reduzierte KHG-Finanzierung der Hebammenausbildung die gesetzliche Krankenversicherung? Es sieht so aus, als wenn die Frau Maas, der Herr Weiß wird antworten. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage. Steffen Weiß, GKV Spitzenverband. Grundsätzlich gilt, insbesondere die akademische Ausbildung ist eine hoheitliche Aufgabe des Staates. Hier, das resultiert aus der grundgesetzlichen Verankerung von Freiheit, Wissenschaft, Forschung und Lehre. Der GKV oder den Krankenkassen hier als Finanzier für Teile des Hochschulstudiums heranzuziehen, bedeutet, dass versicherungsfremde Leistungen aus Beitragsmitteln der Versicherten bezahlt werden. Der Eindruck von Einsparung für die GKV durch Überführung der Hebammenausbildung muss an dieser Stelle allerdings entgegengetreten werden. Es ist ja nicht nur so, dass der berufspraktische Teil des dualen Studiums nach KHG durch die GKV zu finanzieren ist, sondern es geht auch um die Vergütung der Studierenden. Und hier müssen wir uns vor Augen führen, dass ja nicht mehr wie bisher 3 Jahre diese Finanzierung zu leisten ist, sondern für zukünftig bis zu 4 Jahre. Des Weiteren geht es um die Refinanzierung der Praxisanleitung für freiberufliche Hebammen. Und wir haben eine Erhöhung der Praxisanleitung auf 25%. Des Weiteren müssen wir festhalten, dass es im Gesetzentwurf keinen Anrechnungsschlüssel für die Wertschöpfung gibt, die Studierende im berufspraktischen Einsatz erbringen. Die Wertschöpfung der Studierenden sollte daher zumindest ab dem zweiten Studienjahr in angemessener Weise mit festen Anrechnungsschlüsseln angesetzt werden. Die Entlastung der GKV für den Teilbereich Kosten in Ausbildungsstätten kann natürlich erst eintreten, wenn im nennenswerten Umfang der Wechsel von schulischer Ausbildung zu akademischer Ausbildung erfolgt ist. Hier müssen wir festhalten, dass die Länder bereits angekündigt haben, dass sie um längere Übergangszeiten bitten. In der Diskussion sind bereits hier weitere 3 Jahre. Was das bedeutet, ist klar. Je länger der Übergang dauert, umso länger ist auch die GKV hier in der Finanzierungspflicht. Abschließend noch der Hinweis auf die Gesamtsituation, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz wurden die Krankenkassen verpflichtet, für alle Gesundheitsberufe, in denen eine Ausbildung an mit den Krankenhäusern verbundenen Ausbildungsstätten erfolgt, die Ausbildung zu refinanzieren. Wir müssen sehen, zuletzt heute mit Kabinettsbeschluss, dass immer weitere Ausbildungsberufe in diesen Bereich kommen, heute ATA, OTA. Auch das wird in die KHG-Finanzierung integriert. Und damit müssen wir als Fazit festhalten, dass insgesamt es zu weiteren Belastungen für die Versicherten kommt und echte Entlastungen für die GKV hier nicht erkennbar sind. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Heidenblut. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Vertreterin des Wissenschaftsrats. Das Land Sachsen-Anhalt beziffert die Kosten für die Einrichtung eines Studiengangs auf 600.000 Euro für 20 Plätze, also 30.000 Euro je Studienplatz. Wie hoch schätzen Sie die durchschnittlichen Kosten für die Neueinrichtung eines Studiengangs? Und wie hoch sind in etwa die durchschnittlichen Gesamtkosten einer akademischen 7-semestrigen Ausbildung je Studierenden?
Und wenn möglich, wäre es nett, wenn Sie zum Vergleich auch Angaben zu den derzeitigen Durchschnittskosten einer fachschulischen Ausbildung je Hebamme machen könnten. Frau Professor Dr. Prinzessin Susanne Wittgenstein-Hohenstein, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Frage. Der Wissenschaftsrat hat selbst keine Kostenberechnung durchgeführt und es liegen auch keine Daten vor. Aber wie wir eben gerade auch schon gehört haben, gibt es 16 Studiengangsstandorte mit Bachelor-Studienprogramm und die Bedingungen, die dort sind, sind sehr unterschiedlich. Das heißt also, wir haben unterschiedliche Kostenfaktoren, die hineinragen. Einmal ist es natürlich der Lehraufwand, der den erheblichen Anteil abbildet, aber natürlich auch die strukturbildenden Maßnahmen. Und die sind in Abhängigkeit davon, von welchem Ausgangspunkt Sie jetzt nun die Entwicklung aus oder Aufbau eines Studiengangs betrachten, sehr unterschiedlich. Wir haben auch leider keine Zahlen zu der fachschulischen beruflichen Bildung. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Stamm-Fiebig von der SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht ebenfalls an den Wissenschaftsrat. Wie lange werden voraussichtlich die Verfahren für Studiengangdesign, Akkreditierung und die anschließende landesrechtliche Genehmigung der neu einzurichtenden Studiengänge in etwa dauern? Und bis wann müssten die Hochschulen spätestens Anträge auf Akkreditierung stellen, damit ein Studiengang ab 2022 auch tatsächlich angeboten werden kann? Frau Professor Dr. Prinzessin Susanne Wittgenstein-Hohenstein, Sie haben das Wort. Danke für die Frage. Wir haben es jetzt mehrmals gehört, dass wir 16 Hochschulstandorte mit Bachelor-Studienprogrammen haben, laut aktuellem Abruf im Hochschulkompass von gestern. Und die sind sehr unterschiedlich konfiguriert. Von diesen 16 Hochschulstandorten haben wir 5 primär qualifizierende Bachelor-Studienprogramme und andere, die ausbildungsintegrierend sind. Nun kann man es so denken, dass eben die bisher bestehenden Studienprogramme, insbesondere die ausbildungsintegrierenden Studienprogramme, sich vor dem Hintergrund des angedachten Referentenentwurfs neu ausrichten müssen. Und dieses wird natürlich zusätzliches Personal, aber auch weitere Kosten mit sich bringen. Um ein Studienprogramm entsprechend, ein Studiengangskonzept zu entwickeln, braucht es in der Regel 2 Jahre. Für jemanden, der tatsächlich schon ein Studienprogramm führt. Das heißt, wir müssen das sehr differenziert betrachten. Wir wissen aber auch von Standorten, die komplett neu planen. Und da brauchen sie wesentlich mehr Zeit, auch in der Regel mindestens 2 Jahre. Sie können dann auch gleichzeitig mit der Entwicklung des Studiengangskonzeptes einen Akkreditierungsantrag vorbereiten, sodass man insgesamt von 2 bis 3 Jahren ausgehen muss. Auf Ihre Frage zurück, also für diejenigen, die sozusagen neu starten, Sie sollten unbedingt Ihre Anträge jetzt vorbereiten, um das Ziel erreichen zu können. Aber vorbehaltlich, dass eben alle Anstrengungen unternommen werden, kann man davon ausgehen, dass das auch zu schaffen ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Müller. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Deutschen Hebammenverband und dann an den DGHWI. Nach der in § 75 geregelten Kooperation können die Hochschulen ja praktische Lehrveranstaltungen auch an Hebammenschulen durchführen lassen. Und welche Lehrveranstaltungen könnten das sein? Und sollte diese Definition im Gesetz auch konkretisiert werden? Frau Bovermann. Danke für die Frage. Tatsächlich steht ja in dem Paragraphen, in dem entsprechenden, dass der fachpraktische Unterricht dort stattfinden kann. Und auch hier gucke ich nochmal, auch als ehemalige Schulleitung, nochmal ein bisschen anders drauf als Frau Professor Grieshoop. Ich glaube, das wird sehr gut genutzt werden können, entweder indem man tatsächlich vor Ort an der Hebammenschule weiterhin die Expertise der Lehrenden, die ja überwiegend Master und Diplom haben, nutzt, um diesen Unterricht dort durchzuführen. Skills-Einrichtung, es ist auch gesagt worden, die
die Praxisbegleitung könnte dort stattfinden. Ich glaube, Voraussetzung dafür muss natürlich sein, dass das Team der Hebammenschule entsprechend integriert wird an der Hochschule und mit einbezogen wird bei der Gestaltung des Studiengangs. Ich kann mir vorstellen, dass die 10 Jahre dann so genutzt werden, dass das Team vielleicht auch zunehmend den Raum quasi wechselt und nicht mal an der Hebammenschule diesen Unterricht durchführt, sondern an der Hochschule, aber weiterhin im alten Beschäftigungsverhältnis bleibt. Wir müssen ja hier von einer Übergangsregelung ausgehen und die soll ja auch den Lehrenden an den Schulen helfen, die vielleicht in einem Alter sind, wo man nicht mehr so einfach den Arbeitsvertrag wechselt. Und in diesem Sinne, glaube ich, geben diese 10 Jahre Spielraum, fachpraktischen Unterricht, Skills natürlich gemeinsam mit der Hochschule und unter der hochschulischen Direktive zu gestalten und durchzuführen, die Praxiskoordination durchzuführen und nach an die Hochschule zu überführen und integriert zu werden oder eben zu sagen, okay, jetzt bin ich auch fertig mit meinem Berufsleben und kann so langsam aussteigen. Ich hoffe, das war jetzt konkret genug für Sie. Vielen Dank, das war die Antwort des Deutschen Hebammenverbandes und jetzt erhält das Wort die Frau Professor Dr. Bauer. Ja, danke für die Frage. Ich stimme meiner Kollegin Frau Professor Grieshoop zu. Ich frage mich, welche Aufgaben, oder Sie haben ja gefragt, welche Aufgaben Hebammenschulen oder Hebammenlehrerinnen an Schulen noch übernehmen können. Und wenn wir der Logik von Frau Grieshoop folgen, der ich auch folge, sehe ich das als überflüssig an. Das klingt jetzt ganz gemein, aber ich glaube wirklich, dass wir die Lehrerin, wenn, dann an den Universitäten und Hochschulen benötigen und nicht als Annex an den Hebammenschulen, wo wir auch nicht wissen, wie nach Abschluss der letzten Ausbildungskohorte, die ja spätestens 2026 abgeschlossen haben werden, wie die Finanzierung stattfindet. Ich stimme meiner Kollegin Frau Bovermann zu, dass die Expertise der Lehrerinnen nicht zu vernachlässigen ist und sicherlich gut an den Hochschulen gebraucht werden kann. Ich würde dafür plädieren, diese Aufgaben von Praxisbegleitung oder auch praktischen Lehrveranstaltungen an der Hochschule unter Beteiligung der Lehrerinnen, insofern sie sich an Hochschulen bewerben können oder wollen, durchzuführen. Danke. Vielen Dank. Das war die Antwort der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft. Und jetzt stellt die nächste Frage der Herr Heidenblut von der SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage geht an die DGHWI und den Wissenschaftsrat. Der Gesetzentwurf sieht eine Studiendauer von mindestens 6, maximal 8 Semestern vor. In einigen Stellungnahmen wird allerdings eine Mindestzahl von 7 gefordert, weil innerhalb von 6 Semestern die Ausbildungsinhalte nicht erreicht werden können. Welche Mindeststudiendauer halten Sie für sachgerecht? Frau Professor Dr. Bauer, Sie haben das Wort. Dankeschön. Ja, wie in unserer Stellungnahme. Wenn Sie vielleicht, bevor Sie antworten, den Verband benennen. Entschuldigung. Die DGHWI, die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft, Nicola Bauer. Wir haben uns in unserer Stellungnahme für eine Regelstudienzeit von 7 Semestern ausgesprochen. Einfach nochmal mit dem Hintergrund. Wir haben insgesamt eine Mindestanzahl von 4.600 Stunden, davon 2.100 Stunden in der Praxis. Wir wissen aber, dass wir mehr Stunden benötigen. Und wenn wir uns einen Aufbau eines Studiengangs anschauen, eines Studienprogramms, sieht es so aus, dass pro Semester 900 Stunden angerechnet werden. Das bedeutet, dass wir bei einem 7-semestrigen Studium bei 6.300 Stunden wären. Dann, wenn wir den Empfehlungen des Wissenschaftsrats von 2013 folgen, die sagen, dass duale Studiengänge selten in 6 Semestern gut und nachhaltig umgesetzt werden können, würde das gut hinkommen mit 6.300 Stunden in 7 Semestern und davon ein Drittel, 2.100 Stunden, die Praxis. Wir können Studiengänge kreieren, die sehr vollgepackt sind, wo die Studierenden kein bisschen Zeit zwischendrin haben. Und anders als in der Ausbildung sieht es so aus, dass Studiengänge ja modularisiert aufgebaut sind und Modulprüfungen immer abzulegen sind pro Semester. Das heißt auch, dass Studierende, auch gerade der Hebammenkunde, auch zwischendrin Pause brauchen von ihren doch anstrengenden Praxiseinsätzen, sodass wir eigentlich wollen, dass werdende Hebammenstudierende gut und gesund durch ein Studium kommen. Und wenn wir vorhin schon gehört haben, dass später oder dass im Kreissaal auch ein Hebammenmangel herrscht und dass viel Arbeit auch auf die werdenden Hebammen zukommt, denke ich, müssen wir da einfach auch Zeit lassen. Ich glaube aber auch, dass wir das, was das erweiterte Kompetenzprofil für den Hebammen heutzutage umfasst, nicht in 6 Semestern
unterbringen können. Wir haben den Betreuungsbogen von Familienplanung über Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett bis zum ersten Geburtstag des Kindes. Das ist eine Menge mehr, als wir bisher im Ausbildungsziel der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sowie des Hebammengesetzes von 1985 hatten. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Prinzessin zu sein, Wittgenstein-Hohenstein. Wir freuen uns auf Ihre Antwort. In § 11 in dem Abschnitt 3 und 4 des Entwurfs wird ausgeführt, dass von den vorgesehenen 4.600 Stunden mindestens 2.100 Stunden auf den berufspraktischen und 2.100 auf den hochschulischen Teil entfallen. Und das entspricht grundsätzlich den Empfehlungen des Wissenschaftsrates. Diese wurden jetzt hier schon vielfach zitiert. Das ist ein Positionspapier aus dem Jahre 2013, in dem eben angegeben wird, dass ein zeitlicher Mindestumfang von 50% des Studiums am akademischen Lernort durchzuführen sei. Und das wäre ja damit, das würde dem ja auch genügen. Dabei sollten aber etwa 2/3 der vorgesehenen Leistungspunkte theoriebasiert und etwa 1/3 der Leistungspunkte praxisbasiert erworben werden. Beides ist wieder an verschiedenen Lernorten möglich. Und wenn man diese Aufteilung zugrunde legt, dann wird deutlich, dass das in einem sechssemestrigen Studium nicht möglich ist. Und deswegen würde sich auch der Wissenschaftsrat hier für ein siebensemestriges Studium aussprechen. Vielen Dank. Wir haben noch 30 Sekunden, aber ich denke, die hängen wir nachher in der zweiten Runde dran. Dann geht jetzt das Fragerecht an die AfD-Fraktion. Herr Spangenberg, Sie haben das Wort. Ja, recht vielen Dank. Meine erste Frage geht an den GKV-Spitzenverband, Herrn Stefan Weiß oder Frau Elke Masing. Nach unserer Kenntnis sehen Sie offenbar die Akademisierung der Hebammenausbildung nicht unbedingt als einen Weg an, um Engpässe zu beseitigen. In Ihrer Stellungnahme kommt die Befürchtung zum Ausdruck, dass sogar in einigen Versorgungsbereichen neue Engpässe oder auch Konzentrationen entstehen können und dazu Ausbildungswillige vom Beruf ausgeschlossen werden könnten. Welche Veränderungen im Gesetz halten Sie diesbezüglich für notwendig und welche Maßnahmen, abgesehen von der Akademisierung der Hebammenausbildung, sind in Ihren Augen wichtig, um die Versorgung, Qualität und Quantität zu gewährleisten oder zu verbessern? Herr Weiß, Sie haben das Wort. Steffen Weiß, GKV Spitzenverband. Es ist in der Tat so, dass der GKV Spitzenverband Bedenken hat, dass über die Akademisierung eventuell eine Situation eintreten kann, dass Hebammen in Zukunft im Bereich der Wochenbettbetreuung fehlen könnten. Das resultiert aus der Erkenntnis, es gibt eine IGES-Untersuchung, die darstellt, dass wir in Bayern ungefähr 1/3 der Hebammen haben, die nicht über die Zugangsvoraussetzung für ein Hochschulstudium verfügt. Hier stellt sich die Frage, wie wir in Zukunft diesem Personenkreis eine Ausbildung zur Hebamme ermöglichen können. Wir müssen an der Stelle auch festhalten, dass dieser Personenkreis im Augenblick ja auch eine sehr gute Arbeit leistet. Und hier rät der GKV-Spitzenverband dazu, weil wir uns eben Sorgen machen, dass über die höhere Qualifizierung sich die höher qualifizierten Hebammen sich zukünftig eher auf den Bereich Geburtshilfe konzentrieren werden und wir eben damit im Bereich des Wochenbetts, wo bereits heute schon Mängel berichtet werden, eine Lücke entstehen könnte. Und deswegen empfehlen wir hier, einen ergänzenden Ausbildungsberuf zu schaffen. Und darum handelt es sich um die Mütterpflegekraft. Das haben wir näher in unserer Stellungnahme ausgeführt. Der Gedanke ist eben hier, dass man ohne akademische Ausbildung die Tätigkeit der Wochenbettbetreuung in Ergänzung zu der akademisch ausgebildeten Hebamme, die sich dann eben in erster Linie auf die Geburt konzentriert, dass wir hier eine Ergänzung haben. Vielen Dank, Herr Spangenberg. Ja, die nächste Frage geht an Frau Professor Bauer und an Frau Professor Grieshopp. Sehen Sie die Möglichkeit, die hochschulische Ausbildung, Hebammenausbildung ausschließlich als Fachhochschulstudium anbieten zu können?
könnte das nicht Vorteile haben? Ich denke da am Beispiel an die Zugangsberechtigung, die ja um ein Jahr kürzer ist als die allgemeine Hochschulausbildung, die Hochschulzugangsberechtigung, die Dauer, das praktische, verstärkte Studium als Praktikum. Und dann, wie sehen Sie die Definition, dass man entweder 12 Jahre Schulabschluss haben muss, ohne dass er klar definiert ist, was dahinter steht? Ist es Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife oder auch ein Pflegeberuf? Sehen Sie da nicht Probleme drin, dass diese beiden Abschlüsse als Zugang doch sehr, sehr unterschiedlich sind und Probleme aufkommen könnten? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Bauer. Sie haben das Wort. Ja, danke für die Frage. Die Frage war relativ lang. Ich versuche jetzt noch mal zu gucken, auf welche Anteile ich antworte. Sie könnten Zeit gewinnen und überlegen, was Sie antworten, wenn Sie zuvor den Verband benennen würden. Ach, entschuldige noch mal. DGHWI. Ich nehme jetzt die Abkürzung, um Zeit zu sparen. Also ich glaube, dass Studiengänge an sogenannten Fachhochschulen, heutzutage bezeichnen wir sie als Hochschulen, die einen Zugang mit dem fachgebundenen Abitur oder dem Abitur ermöglichen. Wir können aber auch uns Studiengänge, und die gibt es ja bereits an der Universität zu Lübeck sowie an der Universität Tübingen. Ich glaube nicht, dass die universitären Studiengänge weniger Praxisanteile haben werden. Der Vorteil könnte sein, dass da interprofessionell bereits schon im Studium mit Medizinstudierenden zusammengearbeitet werden kann. Da sehe ich keinen großen Unterschied. Die zweite Frage drehte sich darum, ich muss gerade noch mal nachdenken, ob es einen Unterschied gäbe zwischen den Zugangsvoraussetzungen zwischen einem fachgebundenen Abitur und dem Abitur, sowie dass die Berufsausbildung der Pflegenden bisher mit der allgemeinen Pflege oder generalistischen Pflege, ob es da zu Schwierigkeiten führen könnte. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung aus unserer Hochschule für Gesundheit in Bochum berichten, dass wir sehr unterschiedliche Bewerberinnen haben mit unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen und dass eher ein fruchtbarer Austausch und dass es nicht zu Schwierigkeiten führt. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Grieshopp. Ja, Melita Grieshopp, Evangelische Hochschule Berlin, Einzelsachverständige. Vielen Dank für die Frage. Ich beginne einmal mit dem Zugang zum Studium über die Krankenpflegeausbildung. Und ich würde mir wünschen, dass auch die Kinderkrankenpflegeausbildung an dieser Stelle mitgedacht wird. Die Hochschulzugangsvoraussetzungen sind grundsätzlich landeshochschulrechtlich geregelt. Sie beinhalten auch die Möglichkeit, über berufliche Qualifizierung Zugang zu finden. Es nennt sich in Berlin zum Beispiel fachgebundener Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte. Und wir haben ja auch da Erfahrungen. Krankenpflegende konnten in der fachschulischen Hebammenausbildung auch sozusagen etwas einsteigen mit ihrer Qualifikation. Die bekamen sie anerkannt, sodass ich überhaupt gar keine Sorge habe bezüglich des Zugangs von Pflegenden über ihre fachschulische Ausbildung, die dann im Sinne eines Fachabiturs anerkannt wird. Das ist in den Ländern bisher geregelt. Über diesen Weg können auch die Bewerberinnen mit mittlerem Bildungsabschluss Zugang finden, über die wir uns ja immer so flächendeckend Sorge machen. Herr Weiß, Sie haben das gerade aufgegriffen. Über diesen Weg bleibt natürlich auch zukünftig Realschulabsolventinnen der Zugang zum Beruf offen. Sie sind nicht ausgeschlossen, aber auch Sie müssen natürlich entsprechend der EU-Richtlinie eine 12-jährige Schulbildung nachweisen und können dann Hebamme werden. Zur Frage Universität oder Fachhochschule, wenn ich Sie richtig verstanden habe, da stimme ich meiner Kollegin Frau Professorin Bauer zu. Wir sehen, dass auch Universitäten sich zuständig fühlen für die akademische Hochschulausbildung. Ich glaube, das kann sehr, als Hebamme darf ich sagen, befruchtend sein. Wichtig ist für mich nur, dass die neue Disziplin der Hebammenwissenschaft nicht subsumiert wird unter anderen Wissenschaften, explizit nicht unter der Medizin subsumiert wird, sondern als ganz, ganz eigenständige Disziplin sich entwickeln kann. Das ist nicht ganz einfach, das braucht auch Zeit, aber es braucht einen Freiraum dafür, dass sie sich als eigene Disziplin in Lehre und Forschung etablieren kann. Und ich glaube, das ist ein Kriterium, nach dem man schauen sollte, wo wir diese Studiengänge ansiedeln. Wir haben
ein Beispiel schon erlebt, wo es eher so gedacht war, dass ein Studiengang medizinisch geleitet werden sollte. Die Hebammenwissenschaftlerin sollte sozusagen als Mitarbeiterin dort fungieren. Und das kann natürlich nicht sein. Und deswegen begrüße ich das auch sehr, dass im Hebammengesetz festgehalten ist, dass die Studiengangsleitung die Qualifikation einer Hebamme zusätzlich zu ihrer Promotion dann möglichst auch vorweisen muss. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Spangenberg. Ja, die Frage geht an den Deutschen Hebammenverband, die Frau Bovermann. Sie bemängeln, Frau Bovermann, in Ihrer Stellungnahme im deutlichen Gegensatz zum GKV-Spitzenverband, dass in § 5 Absatz 2, also in dem Entwurf, als Praxiseinrichtungen lediglich Kliniken bzw. Krankenhäuser zugelassen werden sollen. Sie schlagen vor, in Absatz 2 auch hebammengeleitete Einrichtungen, sehen wir das 134a Absatz 1 SGB 5 zu nennen. Bitte erläutern Sie, welche Art von Einrichtungen das wären und wie diese arbeiten und warum diese Praxiseinrichtung Ihrer nach geeignet und auch wichtig wäre. Frau Bovermann. Bei den genannten Einrichtungen handelt es sich, Entschuldigung, Bovermann, Deutscher Hebammenverband, Deutscher Pflegerat. Und danke für die Frage. Also bei diesen HGEs handelt es sich um Geburtshäuser, das heißt Einrichtungen, die das gesamte Hebammenleistungsspektrum abbilden, von der Schwangerenbetreuung. Die Schwangerenvorsorge wird da sehr oft auch in einer hohen Qualität durchgeführt. Das ist etwas, wo man sehr gut Studierende praktisch anleiten kann. Es findet dort Geburtshilfe statt und von dort aus findet auch Wochenbettbetreuung statt. Deswegen sind die erstmal als Einsatzort sehr geeignet. Wir sehen, dass die Anforderungen an Praxispartner, die sie jetzt auch durch das Gesetz gestellt werden, sehr hoch sind. Und das ist nicht ganz einfach für gerade auch kleinere Geburtshäuser, diese Anforderungen zu erfüllen. Das wird aber auch die Hochschule überprüfen und die wird sagen, ist geeignet, um der direkte Kooperationspartner zu sein oder eben ist nicht so geeignet. Wir meinen aber, im Gesundheitswesen ist ja weiterhin sehr viel Bewegung und gerade auch in der Geburtshilfe oder was die Geburtshäuser angeht, haben wir in den letzten Jahren auch sehr viel Entwicklung wahrgenommen und wir möchten, dass im Gesetz gleich angelegt ist, dass auch so einer Entwicklung Rechnung getragen werden kann. Es kann sein, dass wir in Zukunft noch mal einen größeren Zusammenschluss von Geburtshäusern haben, dass Geburtshäuser sich das zutrauen und auch die Voraussetzungen schaffen können und dann sehen wir überhaupt keinen Grund, warum es ausgeschlossen sein soll. Diese müssten sich natürlich dann auch Kooperationspartner suchen, so wie auch die Krankenhäuser. Anders als in anderen dualen Studiengängen ist es bei uns so, dass ein Praxispartner allein niemals das gesamte Spektrum der praktischen Ausbildung abbilden können wird, weil Geburtshilfe eben an vielen Orten im ambulanten und stationären Bereich stattfindet und weil auch andere Einsatzorte sinnvoll sind. Jeder muss sich Partner suchen und wir sehen nicht, warum nur das Krankenhaus den Partner im außerklinischen Bereich suchen sollte. Wir denken auch, im außerklinischen Bereich können sich Partner im klinischen Bereich gesucht werden. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder Herr Spangenberg. Ja, danke. Die Frage geht an Wasserhut e.V., eingetragener Verein. Frau Franziska Klient oder Klient, Sie üben, so kenne ich das hier, indirekt in Ihrer Stellungnahme Kritik an Ärzten bzw. Gynäkologen. Vertreten Sie die Ansicht, Gynäkologen fehlt es in vielen Fällen an Wissen und Erfahrungen bezüglich einer psychologisch verlaufenden Geburt? Wenn ja, welche Auswirkungen hat das in der Praxis und welche Forderungen würden Sie daraus, ableiten? Frau Klimt, Sie haben das Wort. Franziska Klimt von der Bundeselterninitiative Motherhood. Unsere Stellungnahme spricht jetzt den Ärzten kein Wissen ab in dem Sinne. Wir sprechen uns dafür aus, dass die physiologische Geburt durchaus gut in Hebammenhand begleitet werden kann. Die physiologische Geburt wird an sich ja definiert, auch durch den Expertinnenstandard, der durch den und bedeutet in dem Sinne, dass es eine normale Geburt beschreibt, die auch Interventionen beinhalten kann, aber halt auch nicht zu viele. Da lohnt sich dann wirklich nochmal den Expertinnenstandard anzuschauen, der auf wissenschaftlicher Basis erarbeitet wurde. Komme ich dann Ihrer Frage gemäß nach? Weil ich war etwas, konnte jetzt nicht ganz so fassen.
Vielen Dank. Herr Spangenberg. Ja, die nächste Frage geht an Verdi. Sehen Sie, also an Frau Melanie Wehrheim, sehen Sie hier, wenn Beleghebammen anstatt angestellter Hebammen im Krankenhaus arbeiten, bei der Konstruktion, die wir zurzeit haben, eine Art Scheinselbstständigkeit? Schließlich haben wir ja einige Elemente da drin, die dafür sprechen. Sehen Sie da ein Problem? Wie könnte man das abstellen oder sehen Sie kein Problem? Frau Wehrheim, Sie haben das Wort. Melanie Wehrheim für die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft. Können Sie das Mikrofon ein bisschen zu sich ziehen? Wir sehen vor allen Dingen die Notwendigkeit, dass die Bedingungen gut gestaltet sein müssen und sehen auch, dass vor allen Dingen das Thema in der letzten Zeit war das Thema der Haftpflichtversicherung für die freiberuflichen Hebammen. Und deshalb schauen wir insbesondere darauf, dass es hier gute Lösungen geben muss und darüber auch nochmal besprochen werden muss, wie eine grundsätzliche Weiterentwicklung aussehen könnte. Das ist ein Thema, was uns in der letzten Zeit viel befasst hat. Wir nehmen aber wahr, dass es hier bereits auch zu einigermaßen guten Lösungen gekommen ist. Und das ist die Sichtweise auf die Situation der Beleghebammen. Weitergehende Ausführungen kann ich an dieser Stelle dazu nicht machen. Herr Spangenberg, Sie haben noch Zeit für eine kurze Frage. Ja, danke sehr. Nur eine Frage an GKV Spitzenmann, Herrn Weiß oder Frau Massing. Sie schlagen in Ihrer Stellungnahme die Schaffung eines neuen Berufes vor, der ergänzend zu den Hebammen Teile deren Aufgaben übernehmen könnte. Das erinnert so etwa die Niederlande. Ich fasse es mal kurz. Könnten Sie dazu etwas sagen? Herr Weiß, Sie haben das Wort. Das passt eben im Endeffekt zu den Ausführungen, die ich schon auf die erste Frage getätigt habe. Also dieser also der Grundgedanke, den wir hier verfolgen, ist an der Stelle, dass wir aufpassen müssen, dass es nicht zu einem Mangel an der Versorgung von Hebammen außerhalb der Geburt kommt, sprich Wochenbett. Und deswegen schlagen wir vor, dass nicht akademisierte Hebammen hier ergänzend die Möglichkeit haben, den Beruf der Mütterpflegekraft zu erlernen. Vielen Dank. Jetzt kommt die nächste Frage von der FDP-Fraktion, von der Frau Aschenberg-Duknos. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Professor Luven. Herr Professor Luven, wie bewerten Sie die mit dem Gesetzentwurf in Verbindung stehende Änderung der Rolle der Hebammenschulen? Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Herr Dank. Professor Dr. Luven, Sie Frank haben Luven, jetzt das Wort. Frank Luven, Uniklinikum Frankfurt, Sachverständiger, vielen Dank für die Frage. Wenn wir die EU-Richtlinie einmal genau anschauen, und ich bedanke mich sehr, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, einmal den Blick zu weiten auf das, was die Notwendigkeit dieses Gesetzes ausmacht. Wenn wir die EU-Richtlinie anschauen, dann steht da sicherlich nicht, dass man jetzt voll akademisiert in ein Studium übergehen muss. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, der Berufsverband der Frauenärzte in Deutschland, also all diejenigen, über die jetzt schon viele hier gesprochen haben, vertreten von Anfang an die Ansicht, dass eine Akademisierung auch im Hebammenberuf notwendig und wichtig ist. Dies ist mir wichtig, weil häufig in Stellungnahmen das Gegenteil behauptet wird. Aber wir sind der Ansicht, dass wir auf dem Boden der EU-Richtlinie den Menschen in Deutschland, Frauen wie Männern, die Möglichkeit geben müssen, in den Beruf Hebamme oder Entbindungspfleger einzutreten. Und dieser Zugang wird durch dieses Gesetz in ganz besonderem Maße erschwert. Es gibt ja gar keinen Zweifel, dass auch Hebammenschulen weiter betrieben werden können. Die Zugangsvoraussetzung zu der Ausbildung ist geregelt durch die EU-Richtlinie. Wir sind in der glücklichen Situation in Deutschland, dass wir weltweit führend in der Ausbildung unserer Hebammen und Entbindungspfleger sind. Es gibt niemanden, den ich kenne, der eine Kritik an dieser Ausbildung bisher überhaupt laut gemacht hat. Wir sind nicht nur sehr zufrieden, sondern die Frauen, die sich in die Hände dieser Hebammen und Entbindungspfleger geben, sind hochzufrieden. Das heißt, wenn wir jetzt in eine Situation kommen, dass wir sagen, wir müssen dieses Kind mit dem Bade ausschütten, dann werden wir ohne jeden Zweifel aufgrund dieses Hebammengerechtes innerhalb kürzester Zeit das Defizit in den Kreißsälen noch drastisch verstärken. Heißt in der Summe, es gibt überhaupt gar keinen Grund,
dass die Ausbildung zur Hebamme ausschließlich an Universitäten und zwar sofort zu verlegen. Ich bin erschrocken, dass manche, die hier geantwortet haben, meinen, man müsste es noch schneller machen, als es in dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf überhaupt beschrieben ist. Die Situation ist sehr einfach. Studentinnen, die Ausbildung an Hochschulen abgeschlossen haben zur Hebamme, in dem Übergangszeitraum von 10 Jahren, finden sich praktisch nicht in den Kreissälen. Bitte nehmen Sie es zur Kenntnis. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass selbst diejenigen, die hier Stellung genommen haben, davon ausgehen, dass etwa die Hälfte der Absolventinnen der Studiengänge nicht in den Kreissälen sein werden. Insofern sehen wir eine dringende Notwendigkeit, die Hebammenschulen zu belassen. Es ist eine ganz besondere Situation, wenn gesagt wird, wir wollen die Lehrenden an den Hebammenschulen weiterhin nutzen für einen Zeitraum von 10 Jahren, wenn gleichzeitig ab 2024 der letzte Studiengang nach dem vorliegenden Gesetz seine Ausbildung abgeschlossen hat und noch einige wenige, die durch Schwangerschaft oder Krankheit daran gehindert wurden, dann noch 1 oder 2 Jahre später ihre Ausbildung dort noch beenden können. Das heißt, auch hier müssen wir uns natürlich fragen, warum sollten die Lehrenden überhaupt in diesem Bereich noch bleiben? Und richtig ist auch, wir haben zwar 16 Studiengänge nur innerhalb von 10 Jahren Übergangsphase. Und der bei weitem größte Teil derjenigen, die sich für den Hebammenberuf interessieren, gehen weiterhin an die Schulen. Der bei weitem größte Teil. Darüber hinaus müssen wir aber feststellen, diese 16 Studiengänge sind nicht über die Bundesrepublik Deutschland in allen Ländern verteilt, sondern in 5 Ländern gibt es gar keine Möglichkeit für diejenigen, die in diesen Ländern leben, dass sie tatsächlich in einen solchen Studiengang übergehen. Und ich begrüße es, dass Sie, Frau Zusein-Wittgenstein, hervorgehoben haben, man braucht seine Zeit für eine Akkreditierung eines Studienganges und man braucht auch seine Zeit für eine Studienordnung. Und natürlich hat Frau Grieshopp recht, wenn sie sagt, wir müssen auch finden die Situation, wo wir uns am besten aufheben. Deswegen vertreten wir die Auffassung, dass wir selbstverständlich die Akademisierung fördern. Aber wir brauchen dazu eine längere Übergangsphase, um das zu schaffen. Wir müssen die Studiengänge attraktiv machen. Denn es kann doch nicht sein, dass man den Schülerinnen den Weg in die Schulen zumacht und sie dann gezwungen sind, einige wenige, die dann überbleiben, noch zusätzlich in die Studiengänge zu gehen. Wir leben in der Bundesrepublik Deutschland und haben viele Zugänge zu Berufen in den verschiedensten Bereichen. Was spricht denn dagegen, dass beispielsweise eine Hebamme, die 40.000 Praxisstunden schon hat, dass die dann anschließend einen weiterqualifizierenden Studiengang geht? Das ist durch diesen Gesetzentwurf ausgeschlossen. Sie schließen Menschen von dem Beruf aus. Ich lade Sie dringend ein, noch einmal sehr genau hinzuschauen, was können wir tun, um möglichst viele Menschen in diesen Beruf hineinzubringen. Das wünschen wir uns sehr. Wir wünschen uns die Akademisierung, aber wir wünschen uns sie mit Augenmaß und nicht mit einer Situation ab 2026, in der wir massive Lücken in der Kreißsaalversorgung haben werden. Vielen Dank. Frau Aschenbeck-Knopf. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine zweite Frage geht an Frau Bovermann vom Deutschen Hebammenverband und an Frau Professor Bauer von der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft. Durch die zukünftig angedachte universitäre Ausbildung stellt sich ja die Frage nach der Qualifikation der dortigen Lehrkräfte und der Studienleitung. Halten Sie die im vorliegenden Gesetzentwurf angedachten Qualifikationsanforderungen für angemessen? Und wenn nicht, welche Änderungen sind aus Ihrer Sicht notwendig? Vielen Dank. Frau Bovermann. Danke, Bovermann, Deutscher Hebammenverband. Danke für die Frage. Im Paragraph 20 des Hebammengesetzentwurf steht ja als Mindestvoraussetzung für die Lehre, mindestens den Bachelor zu haben und für die Studiengangleitung zusätzlich noch, es muss immer eine Hebamme sein. Und neben dem Hebammengesetz bestehen ja weiter sämtliche Anforderungen, männliche Hochschulgesetze weiter. Ich sage mal offen, deswegen haben wir auch in der ersten Stellungnahme darauf nicht reagiert, weil wir davon ausgehen, dass die Hochschulen aufgrund ihrer eigenen Vorgehensweisen und aufgrund der Hochschulgesetze, dass das gar nicht möglich ist, mit einem Bachelor die Studiengangsleitungsposition einnehmen zu können. Aber allein die Tatsache, dass das womöglich eine ganz negative Signalwirkung hat, wenn das so in dem Gesetz drin stehen bleibt, auch auf die anderen Gesundheitsberufe, die Akademisierung, wo Akademisierung stattfindet, haben wir uns da an der Stelle
Stelle korrigiert und sagen, das muss selbstverständlich natürlich, davon sind wir immer ausgegangen, natürlich mindestens ein Master sein. Ich war in diesem Zusammenhang ganz dankbar, was in der Stellungnahme des Wissenschaftsrates geschrieben ist. Da stand, mittelfristig muss es natürlich eine promovierte Hebamme sein. Kurzfristig, und das ist in Deutschland möglich durch die bestehenden Hochschulgesetze, kann diese Position auch an andere Leute vergeben werden, die über eine große Qualifikation in der Lehre und Berufserfahrung verfügen. Und diese Löcher müssen wir auf jeden Fall, oder diese Möglichkeiten müssen wir in jedem Fall nutzen. Das heißt, wir schlagen vor, an der Stelle hineinzunehmen, Studiengangleitung muss mindestens einen Master haben. Und da, glaube ich, brauchen wir auch keine Übergangszeit, weil wir eben schon so sehr viele Kolleginnen haben mit Master- oder Diplomabschlüssen, sowohl an den Schulen als auch sozusagen im freien Hebammenleben. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Bauer. Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft, Bauer. Ich stimme Frau Bovermann in einigen Teilen zu, nicht ganz. Uns als DGHWI freut es absolut, dass die Studiengangsleitung oder die Programmverantwortliche die Berufsanerkennung als Hebamme haben muss. Das hatte Frau Grieshoop vorher schon ausgeführt, dass die, und auch Frau Susanne-Wittgenstein, dass die Disziplinentwicklung gemeinsam mit der Akademisierung und Professionalisierung extrem wichtig ist. Das sehen wir in allen Gesundheitsfachberufen, nicht nur bei den Hebammen. Wir haben in unserer Stellungnahme vorgeschlagen, dass der Paragraph 20 Absatz 2 die Leitung natürlich eines Studienprogramms natürlich eine Promotion haben sollte. Wir sehen aber im Anbetracht der momentanen Situation und der Übergangsfristen, dass es natürlich auch zur Zeit sein kann, dass eine Studiengangsleitung von einer Person mit Masterabschluss übernommen werden kann. Vielen Dank, Frau Aschenberg-Duknus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die nächste Frage geht wieder an Herrn Professor Luven. Eine zentrale Frage im Kontext der Reform ist ja die Weiterqualifizierung bereits ausgebildeter Hebammen. Was gilt es aus Ihrer Sicht hierbei besonders zu beachten und trägt der Gesetzesentwurf diesen Punkten Rechnung? Vielen Dank. Ja, vielen Herr Dank, dass Professor Sie den Punkt, Dr. Dr. Ja, Luven. Frank Luven, Uniklinikum Frankfurt, Sachverständiger. Vielen Dank, dass Sie auf diesen Punkt noch einmal eingehen. Ich halte es für einen ganz wesentlichen Punkt. Wir verengen hier auf eine Vollakademisierung im Rahmen eines Bachelor- oder Masterstudienganges. Zwar gibt es einen Zugang, wenn man vorher in einem Pflegeberuf eine komplette Ausbildung gemacht hat. Wir müssen aber realisieren, dass wir 20.000 hochqualifizierte Hebammen und Entbindungspfleger in Deutschland haben. Diese müssten, wollten sie sich weiterqualifizieren, wieder einen Bachelorstudiengang machen. Das ist natürlich unsinnig, um es ganz deutlich einmal zu sagen, denn diese Menschen haben ausreichend praktische Erfahrungen in ihrer jahrelangen Arbeit bereits gewonnen. Hier kommt es also darauf an, dass entsprechend der EU-Richtlinie eine Weiterqualifizierung im wissenschaftlichen Bereich stattfinden sollte. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir brauchen hier also weiterqualifizierte Studiengänge für die Menschen, die vielleicht einige Jahre nach einer schulischen Ausbildung bereits hervorragend gearbeitet haben und sich weiterqualifizieren wollen. Dieses in dem Gesetzentwurf nicht vorzusehen, ist geradezu diskriminierend für diejenigen, die heute als Hebammen in Deutschland arbeiten oder als Entbindungspfleger arbeiten. Wir raten dringend dazu, diesen Paragraphen mit aufzunehmen und eine Weiterqualifizierung für Hebammen und Entbindungspfleger in Deutschland umzusetzen. Vielen Dank, Frau Aschenberg-Duknus. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die nächste Frage geht an Frau Dr. Fix vom Deutschen Caritasverband und an Frau Bovermann vom Deutschen Hebammenverband. Der Gesetzentwurf nimmt die digitalen Kompetenzen der Hebammen aus unserer Sicht nicht so richtig sachgerecht in den Blick. Wie bewerten Sie die Ausgestaltung der digitalen Kompetenzen und wo sehen Sie gegebenenfalls Nachbesserungsbedarf? Vielen Dank. Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Ich teile diese Sichtweise. Der Gesetzentwurf spricht im Paragraph 9 Absatz 3 Nummer 2 davon, dass Studierende befähigt werden sollen, sich Forschungsgebiete der Hebammenwissenschaften auf dem neuesten Stand der gesicherten Erkenntnisse zu erschließen und forschungsgestützte Problemlösungen wie auch neue Technologien in das berufliche Handeln übertragen zu können. Nun ist völlig unklar, was unter neuen Technologien zu verstehen ist. Das kann sehr vieles beinhalten. In
jedem Fall fehlen im gesamten Gesetzentwurf vollständig die digitalen Kompetenzen. Und es ist auffällig sozusagen, dass bei den vielen Berufsgesetzen, die wir in der letzten Zeit hier im Bundestag verabschiedet haben, das sehr häufig der Fall war. Auch beim Pflegeberufegesetz war dieser Part deutlich unterbelichtet. Das ist angesichts der Tatsache, welchen Stellenwert die Digitalisierung künftig im Gesundheitswesen einnehmen wird, nicht hinnehmbar. Und wir sehen hier dringenden Nachbesserungsbedarf. Danke. Frau Bovermann. Danke, Bovermann, Deutscher Hebammenverband. Also ganz sicherlich sind die digitalen Kompetenzen bei Hebammen ganz besonders wichtig, auch in der heutigen Zeit. Es ist da zu wenig passiert in den letzten Jahren und da ist sicherlich auch in der Berufsgruppe auch Bedarf da. Ich bin allerdings, was den Gesetzentwurf angeht, da gar nicht so bekümmert, weil es ja das Berufsgesetz ist, wo jetzt zunächst mal das Studienziel festgelegt. Und das Studienziel bildet das Berufsprofil ab, die Kompetenzen, und Sie sagen ja ausdrücklich digitale Kompetenzen, die Kompetenzen werden hinterher als Anlage in der Ausbildung, in der Studien- und Prüfungsverordnung hinterlegt werden. Und das muss natürlich differenzierter sein. Und es fehlt ja noch ganz vieles an kleinen Details, die wir alle können müssen. Also hier plädieren wir sehr für ein sehr differenziertes und komplexes Kompetenzprofil, was da hinterlegt werden sollte und was dann hoffentlich auch ein klein bisschen beweglicher sein wird als unser letztes Berufsgesetz mit 30 Jahren. Also wenn die Ausbildung, die jetzige, so sehr gelobt wird, wundere ich mich, weil ein Ausbildungsgesetz, was über 30 Jahre alt ist, das war nicht gut. Und das ist, also das war vielleicht mal gut, ist aber schon mindestens 20 Jahre nicht gut. Und deswegen im Kompetenzprofil wird es hoffentlich sein. Aus unserer Sicht ja. Vielen Dank. Für eine kurze Frage und eine kurze Antwort hätte die FDP jetzt noch Zeit. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kurze Frage an die DKG, Herrn Köpf. Wie bewerten Sie als DKG den vorgesehenen Stundenumfang von 2100 Stunden für den berufspraktischen Teil des Studiums? Sehen Sie Nachbesserungsbedarf? Dankeschön. Herr Köpf. Herr Köpf, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wir teilen hier die Meinung auch des Deutschen Caritasverbandes, dass insbesondere die verbleibenden 400 Stunden, die ja noch nicht vergeben worden sind, entsprechend der Praxis zugeschlagen werden sollten. Das heißt, dass wir hier 2500 Stunden haben. Ein Hinweis, im Pflegeberufegesetz ist ja auch ein Studium geregelt. Da haben wir jetzt 2300 für die Praxis und 2100 Theorie. Also sagen wir mal, das sollte eigentlich an der Stelle das Minimum sein. Vor allem, weil wir ja dann, ich sag's mal, nach dieser Konzeption ja nur noch akademisierte Hebammen ausbilden und nicht mehr wie in der Pflege sozusagen, wo das Studium eine Option ist, sagen wir mal, zur grundständigen dreijährigen Ausbildung. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die Fraktion Die Linke. Und die erste Frage stellt Frau Werner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Masserhardt e.V., an Frau Klimp. Ja, es geht ja mit diesem Gesetzentwurf, soll ja auch praktisch die Geburtshilfe verbessert werden, was Sie und auch wir ausdrücklich begrüßen. Und ich möchte vielleicht mal gleich auf Seite 7 Ihrer Stellungnahme gehen. Da sprechen Sie ja, gute Ausbildung braucht auch gute Arbeitsbedingungen. Insofern frage ich mich schon, was muss wirklich tatsächlich passieren, damit eben die Geburtshilfe sicherer wird oder verbessert wird? Und vielleicht konkreter auch, Sie sprechen ja in dieser Stellungnahme von der jetzigen Situation in den überfüllten Kreissälen. Ja, sogar wird häufig von Gewalt gesprochen, also von dem Bereich Gewalt unter der Geburt. Und mich würde dann schon interessieren, kann man A mit der Ausbildung das in Angriff nehmen, dieses Problem? Oder was muss eben wirklich passieren, um Geburtshilfe sicherer und besser zu machen? Frau Klimt. Ich bedanke mich für die Frage. Franziska Klimt von der Bundeselterninitiative Motherhood. Ich freue mich auch für die Einladung, dass wir als Eltern hier heute sprechen können, denn um unsere Versorgung geht es hier im zentralen Punkt. Wir stehen im Fokus dieser Versorgung und ich freue mich sehr, dass wir dafür heute sprechen können. Und ich möchte auch sehr betonen, dass wir Eltern, wie wir die Geburtshilfe empfinden, auch selber sprechen wollen. Und ich möchte auch, dass das den Elternverbänden vorbehalten ist, zu definieren, wie positiv sie die Geburtserfahrung bewerten. Wir brauchen dringend tiefgreifende Veränderungen. Das haben wir mit dem 10-Punkte-Plan, den wir letztes Jahr dem Bundesministerium für Gesundheit vorgelegt haben, auch entsprechend ausformuliert. Und wir fordern ebenfalls ein Geburtshilfestärkungsgesetz.
Wir beurteilen die Geburtshilfe aktuell nicht so qualitativ hochwertig. Nicht umsonst haben wir in den letzten 20 Jahren eine Verdopplung der Kaiserschnittrate, eine immens hohe Interventionsrate. Das ist nicht evidenzbasiert. Das ist weit entfernt von dem, was auch die WHO für eine sichere Geburtshilfe hält. Deswegen sehen wir eben auch vor allem erstmal in strukturellen Veränderungen die Notwendigkeit, dass man eben vor allem damit beginnt, die Vergütung bedarfsgerecht aufzustellen, dass inklusive die Vorhaltekosten, die ganz enormen Anteil in der Geburtshilfe einnehmen, mitvergütet werden und auch abgebildet werden, dass sich die Personalschlüssel, die von aus dem Jahr 1986 entstammen, dass die auf einen aktuellen evidenzbasierten auf ein aktuelles evidenzbasiertes Level angehoben werden. Es gibt ja einfach noch keine neuen fachmedizinischen Erkenntnisse dazu. Und darauf aufbauend brauchen wir dann die Betreuungsschlüssel. Dafür schlagen wir jetzt hier sogenannte Zielkorridore vor. Also, dass man eine 1:1-Betreuung für den Großteil der Frauen in Anbetracht nimmt, aber dann auch sagt, okay, wie ist die Übergangsphase, dass wir dieses Ziel erreichen können. Und ganz, ganz wichtig finde ich, dass Eltern, und dazu haben wir uns ja auch gegründet vor 4 Jahren, mit einbezogen werden in diese Überlegung, denn wir wollen mitentscheiden, wie wir versorgt werden. Wie das nun in der Ausbildung zum Beispiel bei dem Thema Gewalt unter der Geburt oder Misshandlung und Geringschätzung auch kompensiert werden kann, sehen wir auch damit unter dem Punkt Kommunikation, denn Kommunikation ist Prävention. Deswegen empfehlen wir auch, den Zugang von als Basis den C1-Schlüssel für den Zugangsberechtigung, weil es hier um ganz intime, hochsensible Vorgänge geht. Und es geht ja nicht nur darum, mit der Frau traumasensibel kommunizieren zu können, sondern es geht auch darum, dass man interprofessionell Kommunikation führen muss, um dem Informationsfluss Gewähr zu leisten. Und der ist enorm wichtig, dass die interprofessionelle Zusammenarbeit funktioniert. Und hier hapert es momentan enorm und gewaltig. Und das fängt schon in der schwangeren Vorsorge an. Wir denken auch, dass vor allem diese Kommunikationsstrategien und die Supervision und Selbsterfahrung in der Ausbildung die Resilienz stärkt für die Geburtshelfer. Und wir denken, dass das für alle tätigen Geburtshelferinnen wichtig sein muss. Das heißt, für die Hebammen als auch für die Gynäkologinnen. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Möhring. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Strache vom Bund Freiberuflicher Hebammen. Frau Strache, wir hören ja von verschiedenen Seiten, teils auch von Ärzten, die Kritik, dass die Akademisierung nicht der richtige Weg ist oder auch zu schnell geht, so wie ja in der vorgeschlagenen Form im Referentenentwurf steht. Sie fordern ja sogar eigentlich oder machen Vorschläge zu einem Masterstudium. Und ich würde Sie gerne noch mal bitten, das genauer auszuführen. Ja, Frau Strache, Sie haben jetzt das Wort. Vielen Dank für die Frage. Luna Strache vom Bund der Freiberuflichen Hebammen in Deutschland. Ja, wir versuchen so ein bisschen weiterzudenken, was dieses Gesetz angeht und sehen schon auch ein Stück weit das Problem, dass viele Kolleginnen, wie der Herr Professor Luhm gerade eben schon angesprochen hat, seit vielen Jahren im Beruf sind, eine sehr hohe Praxis haben, auch durch unsere Fortbildungspflicht durchaus wissenschaftlich denken können und auch um die Ecke denken können und auch das evidenzbasierte Arbeiten ist bei uns jetzt durchgedrungen so langsam. Und wir möchten gerne zum einen den Einstieg in das Bachelorstudium etwas niedriger gestalten, damit die Kolleginnen, die eben schon aus der Praxis kommen, relativ zügig zum Bachelor kommen können und auch als Perspektive den Master mit eingebunden haben, zumindest im Gesetz genannt haben als Perspektive auch an den Hochschulen, weil wir denken, dass das ein Stück weit auch ein Zugpferd sein kann, um die Kolleginnen an die Hochschulen zu bekommen, um sich weiter zu qualifizieren und dann auch dementsprechend weiter auszubilden, auch in der Praxisausbildung. Dankeschön. Vielen Dank. Das war der Bund der freiberuflichen Hebammen in Deutschland. Und die nächste Frage stellt der Dr. Kessler. Ich möchte gerne Frau Dr. Fix vom Deutschen Caritasverband eine Frage stellen. Wir wissen, dass nicht unbedingt die Familien, die Hilfe am dringendsten brauchen, auch am meisten Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie in schwierigen und prekären Lebensverhältnissen leben müssen. Das gilt insbesondere auch für Hilfestellungen, die Hebammen geben können. Wie könnte diese allgemeine Erkenntnis für den vorliegenden Gesetzentwurf nutzbar gemacht werden? Vielen Dank, Frau Dr. Fix.
Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Ja, an sich sind die Studienziele im Paragraph 9 gut beschrieben, aber wir sehen in dem von Ihnen erwähnten Punkt durchaus Nachbesserungsbedarf und konkret hier in dem Punkt 1c, wo man ergänzen könnte sozusagen, dass insbesondere die Zielgruppe prekäre und schwierige Lebenssituationen besser in den Blick genommen werden könnte. Das sehen wir also sozusagen hier als konkreten Ergänzungsbedarf. Die Beratungsleistungen sollten sich spezifisch auf diese Zielgruppe beziehen. Ergänzt werden sollte übrigens auch unter Punkt 1c generell die Impfleistung. Das könnte auch nochmal einen Beitrag leisten, die Impfquoten zu steigern. Das ist aber sozusagen, bezieht sich nicht nur auf die Menschen oder Frauen in prekären Lebensverhältnissen. Insgesamt sehen wir, dass 98% der Kinder in Kliniken oder Geburtskliniken geboren werden. Und somit gibt es sozusagen eine sehr, sehr gute Möglichkeit für Hebammen, in diesem sehr frühen Stadium sich auch das Feld der frühen Hilfen zu erschließen bei den Frauen in prekären Lebenssituationen, die diese Hilfen ganz besonders nötig haben. Und insoweit sollte sozusagen in den Studienzielen diese Zielgruppe eine ganz besondere Berücksichtigung finden. Danke. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Weinberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Verdi, Frau Wehrheim. Und zwar das Thema Stichwort Praxisanleitung. Aus der Stellungnahme entnehme ich, dass es da aus Ihrer Sicht so ist, dass die Tragung der Kosten der Praxisanleitung noch nicht hinreichend geregelt sei. Außerdem hätte ich noch gerne gewusst, was so die Kriterien, Ihre Kriterien seien für eine gute Praxisanleitung. Was wäre notwendig, um das auch zu realisieren? Frau Wehrheim. Melanie Wehrheim für die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft. Vielen Dank für die Frage. Für eine qualitativ hochwertige berufspraktische Ausbildung ist aus unserer Sicht eine gute Praxisanleitung wesentlich. Und daher ist es wichtig, dass die Praxisanleitung nachhaltig gestärkt wird und eine bundeseinheitliche Mindestvorgabe zum Umfang zur Praxisanleitung auch verankert wird. Aus unserer Sicht sollte noch klargestellt werden, dass sich die Vorgabe zum Mindestumfang von 25% auf die geplante und strukturierte Praxisanleitung bezieht, die auf der Grundlage des vereinbarten Praxisplans stattfindet. Und wir sprechen uns ausdrücklich auch gegen die Regelung aus, dass die Länder bis zum Jahr 2030 einen geringeren Umfang vorsehen können. Und wichtig ist aus unserer Sicht auch ebenso, dass praktische Anleitungssituationen auch im alltäglichen Ablauf erfolgen können. Und dafür muss die berufspraktische Ausbildung der Studierenden aus unserer Sicht unter ständiger Anleitung und Aufsicht einer dafür qualifizierten Hebamme erfolgen. Und hierfür sehen wir erforderlich an, dass es eine ständige Anwesenheit einer angemessenen Zahl qualifizierten Fachpersonals gibt. Das ist durch die Einrichtungen zu gewährleisten, dass auch hier die verantwortlichen Personen dienstplanmäßig entsprechend eingeplant und die erforderliche Zeit auch zur Verfügung steht. In einem weiteren Teil Ihrer Frage haben Sie auch nach der Finanzierung gefragt. Aus unserer Sicht ist es erstmal folgerichtig, dass die Kosten für den berufspraktischen Teil nach den Vorschriften des KHG finanziert werden. Das schließt die Kosten der Praxisanleitung ein. Damit es in der Praxis jedoch nicht zu unterschiedlichen Auslegungen kommt, ist unseres Erachtens eine Klarstellung erforderlich, dass die Kosten der Praxisanleitung zu den Kosten der berufspraktischen Ausbildung gehören. Und das sollte an entsprechender Stelle in § 17a Absatz 1 KHG ergänzt werden, dass es sich eben um die Kosten der berufspraktischen Ausbildung einschließlich der Kosten der Praxisanleitung handelt. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Werner. Dann auch noch kurz die Nachfrage an Verdi. Da geht es um die Gebührenfreiheit. Also wie kann die Gebührenfreiheit des Studiums gewährleistet werden? Frau Werner. Ja, vielen Dank für die Frage. Unserer Sicht, wir haben ja die Situation, an privaten Hochschulen können Gebühren für die Studierenden entstehen. Und deshalb sprechen wir uns dafür aus, dass etwaige Gebühren in voller Höhe von den verantwortlichen Praxiseinrichtungen zu übernehmen sind. Und hier wäre wünschenswert, dass eine entsprechende Vorgabe in den Pflichten der verantwortlichen Praxiseinrichtung verankert wird. Und damit könnte aus unserer Sicht die Gebührenfreiheit für das Studium gewährleistet werden. Also es wäre noch Zeit für eine kurze Frage und eine kurze Antwort. Frau Möhring.
Ja, dann habe ich noch eine kurze Frage an die Bundesärztekammer, Frau Dr. Gitter. Frau Dr. Gitter, Sie geben ja an, dass die Zahl der Kaiserschnitte durchaus verschiedene Gründe hat und sich nicht durch eine Akademisierung des Hebammenberufes verringern lassen. Wie ließe sich denn die Zahl von Kaiserschnitten verringern? Frau Dr. Gitter. Dr. Gitter, Bundesärztekammer. Es sind ja vielfältige Ursachen, also die Altersstruktur, die Risikostruktur der werdenden Mütter ist eine Möglichkeit, aber natürlich auch die Betreuungsintensität der werdenden Mütter, die Vorbereitung im Kreißsaal. Das ist auch bekannt, wenn wir eine gute Personalstruktur hätten und ausreichend Mitarbeiterinnen im Kreißsaal haben, lässt sich das auch erleichtern. Aber wir müssen die vielfältigen Ursachen, die wir auch in der Situation der werdenden Mütter haben, also deren mitgebrachte Sektio-Risiko, müssen wir beachten. Das hat sich verändert gegenüber früher. Viele Erstgebärende, gar nicht so viel Mehrfachgebärende im Verhältnis. Wir haben, also von dieses Risiko muss mit beachtet werden, kann nicht allein durch die Ausbildung verändert werden. Und im Wesentlichen ist dann eher, dass in der Ausbildung vermittelt wird, dass ein Risiko einer Geburt, also da, wo es nicht physiologisch verläuft, rechtzeitig erkannt wird und frühzeitig nicht irgendwer dazu gerufen wird, sondern dann Facharzt, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Vielen Dank. Die nächste Fragerunde gestaltet die Fraktion Bündnis 90 Grüne. Und die erste Frage stellt Frau Dr. Kappert-Gonter. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Professor Leslie Page. First of all, thank you that you made the long way from England to share your experience with us. First question, what is crucial to strengthen midwifery and what do you mean when you talk about humanizing birth? Frau Professor Page, Sie haben das Wort. Professor Leslie Page, expert. I'm a midwife. Thank you very much for your question. Vielen Dank für Ihre Frage. Was wirklich wesentlich ist, um das Hebammenwesen zu stärken, ist sicherzustellen im Gesundheitswesen, dass sie professionell unabhängig sind und dass sie das, was sie unterscheidet als Hebammen, verwenden können, um komplementär zum Gesundheitswesen zu agieren. In vielen Teilen der Welt wird das über freiberufliche Dienste angeboten. Das sind Zentren im Krankenhaus oder außerhalb des Krankenhauses, wo Hebammen ihre Dienste anbieten und wo Frauen entweder von einzelnen Hebammen oder Gruppen von Hebammen betreut werden, die sie im Verlauf des gesamten Prozesses begleiten. Es ist absolut wesentlich, sicherzustellen, dass die Entwicklung von der Akademisierung des Hebammenwesens dazu führt, dass es gestärkt wird, dass das Hebammenwesen gestärkt wird. Denn Hebammen liefern einen anderen Beitrag. Wir dienen alle dem gleichen Ziel, aber Hebammen haben einen anderen Ansatz, was die Betreuung angeht. Und diese Humanisierung ist der Schlüssel dazu. Die Humanisierung der Betreuung zeigt an, dass die Betreuung einfach, dass eine Geburt viel mehr ist als nur ein medizinisches Ereignis. Es ist der Anfang eines neuen Lebens, ist der Anfang einer Frau, einer Zeit, wo eine Frau eine Mutter wird und ein Mann ein Vater. Und das Hebammenmodell ist sehr respektvoll, bringt evidenzbasierte Wissenschaft mit Erkenntnissen zusammen, die bedeuten, dass sichergestellt wird, dass das neugeborene Kind und die Familie die beste Versorgung erhalten. Hebammen müssen ihre Dienste für Frauen anbieten können bei Regelgeburten, wo Ärzte nicht erforderlich sind, aber auch während der Schwangerschaft, während schwierigen Geburten und später auch. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dr. Kappert-Gonter. Thank you very much. The next question is also for die nächste Frage ist auch für Frau Professorin Leslie Page. In Großbritannien gibt es sehr viel Erfahrung mit der Ausbildung von Hebammen auf universitärer Ebene. Was glauben Sie, ist am wichtigsten für die Entwicklung der Akademisierung des Hebammenwesens und was können wir von der Erfahrung in Großbritannien lernen? Sie haben das Wort. Professor Leslie Page, Expert. Professor Leslie Page, Expertin und Hebamme.
Zuerst einmal die Entwicklung von universitären Abschlüssen für Hebammen, für alle Hebammen. Und alle Hebammen müssen inzwischen einen solchen Universitätsabschluss haben, um registriert zu werden. Das ist sehr, sehr erfolgreich gewesen. Es hat dazu geführt, dass Dienstleistungen verbessert worden sind. Und es hat dazu geführt, dass Evidenz in der Praxis gesammelt wird und Evidenz für die Praxis auch bereitgestellt wird. Und es gibt ein paar Dinge, die Schlüsselfaktoren sind. Erstens, das Praktische und das Akademische werden unter ein Dach gebracht. Das bedeutet, dass Hebammen aus der Theorie lernen und sie in die Praxis überführen. Aber sie lernen auch die Theorie aus der Praxis heraus. Und was darüber hinaus auch sehr wichtig ist, ist sicherzustellen, ist, dass es eine Art Pipeline von Studien gibt, nämlich im ersten Grad, das ist ganz wichtig für den Zugang zur Praxis. Da sollten Hebammen die Möglichkeit haben, einen Weg zu beschreiten, der bis zum Masters und zur Doktorarbeit führt. Und es sollte die Möglichkeit geben, für Hebammen den akademischen Pfad einzuschlagen oder den klinischen Pfad einzuschlagen. Und zu guter Letzt, die Hebammen, die seit vielen Jahren bereits praktizieren, sollten in der Ausbildung von Hebammen eng eingebunden werden. Und sie sollten die Möglichkeit haben, dass ihre Erfahrungen anerkannt werden und dass ihr Wissen ergänzt wird, damit sie ein erstes Diplom erzielen können und vielleicht dazu noch höhere Studienabschlüsse noch erzielen können. Vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage. Meine nächste Frage geht an den Deutschen Hebammenverband. Frau Bovermann, wir haben ja gerade gehört, dass die Weiterqualifizierung von jetzt bestehenden Hebammen oder jetzt ausgebildeten Hebammen auf akademischem Niveau essentiell ist. Und der Gesetzentwurf sieht aktuell keinen Weg vor, wie sich bereits ausgebildete Hebammen nachträglich akademisch qualifizieren können, ohne ein vollständiges Studium zu durchlaufen. Warum ist aus Ihrer Sicht der nachträgliche Titelerwerb notwendig und welche Möglichkeiten schlagen Sie dafür vor? Frau Bovermann. Danke, Bovermann, Deutscher Hebammenverband. Aus unserer Sicht ist der stark verkürzte Zugang zum Bachelor eine sehr wichtige politische Entscheidung und er ist sehr wichtig für die Kolleginnen, die bereits da sind, für die Gleichwertigkeit, die diese Kolleginnen brauchen. Wir hatten in Deutschland schon früher solche Modelle, zum Beispiel wurde bei der Wiedervereinigung wurden die Ingenieure, die an den Fachschulen in der DDR gelernt haben, auf Antrag wurde denen der akademische Grad gewährt und aus meiner Perspektive und aus unserer Recherche heraus können wir nicht sagen, dass das der Wissenschaft des Ingenieurswesens in der DDR oder in einem früheren oder in neuen Bundesländern geschadet hätte. Deswegen glauben wir, dass wir eine solche Lösung auch brauchen. Wir haben da sehr stark auch in die Schweiz geschaut, in andere europäische Länder. Wir haben sehr konkrete Modelle dafür entwickelt und auch noch mal hinterlegt in unseren Vorschlägen für eine Studien- und Prüfungsverordnung. Ich möchte jetzt hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Es geht darum, eine Weiterbildung zu absolvieren, möglichst auch auf hochschulischem Niveau, die aber deutlich geringer ist als nochmal ein extra Studium und damit dann nicht nur die Weiterbildung absolviert zu haben, sondern eben auch den akademischen Grad beantragen zu können. Ein weiterer Punkt, das ist nicht nur das Gleichwertigkeitsgefühl aller Kolleginnen, die einfach nur arbeiten wollen. Es ist auch sehr wichtig, damit wir die berufserfahrenen Kolleginnen, das wurde auch an verschiedenen Stellen schon gesagt, möglichst schnell dahin bringen, die sich da weiterentwickeln wollen, den Master einzusteigen, den Master zu absolvieren, die brauchen wir nämlich ganz dringend. Wir brauchen sie in der Lehre, wir brauchen sie in Leitungspositionen und wir brauchen sie natürlich auch für die Weiterentwicklung, für die Professionalisierung, also in die Promotion hinein. Vielen Dank, Frau Dr. Kappert-Konter. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Bovermann, vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Meine nächste Frage geht auch an Frau Bovermann vom Deutschen Hebammenverband. Sie schlagen ja in Ihrer Stellungnahme ein Geburtshilfestärkungsgesetz vor. Was sind aus Ihrer Sicht die elementaren Gründe dafür und was sollte dieses Gesetz enthalten? Und welche Rolle spielt dabei der sogenannte Betreuungsbogen? Frau Bovermann. Ja, wir fordern ja schon länger ein Geburtshilfestärkungsgesetz, weil wir sehen, dass die jetzige Situation in den Kreißsälen sich ja geradezu dramatisch zugespitzt hat. Und wir wissen natürlich auch, dass alleine ein neues Berufsgesetz natürlich keine Abhilfe ist. Es braucht dafür mehr. Es ist ein wichtiger Bestandteil davon. Wir haben im Januar ein Eckpunktepapier für ein Geburtshilfestärkungsgesetz vorgelegt. Primär haben wir fünf entscheidende Faktoren da drin benannt. Wir brauchen ein Hebammen-Sonderstellenprogramm, ein bisschen
bisschen vergleichbar zu dem, was in der Pflege gerade eingerichtet wurde. Es muss möglich sein, wirklich so viele Stellen im Kreißsaal zu besetzen, wie irgendwie möglich ist, ohne irgendwie beschränkt zu werden von Stellenberechnungsmöglichkeiten, die schon sehr, sehr alt sind und wo es immer darum geht, dass wir keine weiteren Stellen besetzen können. Wir brauchen aber auch eine Weiterentwicklung in den Abteilungen, wo zum Beispiel eine verbesserte interprofessionelle Zusammenarbeit wirklich etabliert und eingeführt werden muss. Fehlerkultur, Fehlervermeidungssysteme müssen eingeführt werden, damit die Kolleginnen auch nach schwierigen und dramatischen Ereignissen nicht traumatisiert selber den Beruf verlassen, sondern damit sie gestützt und gestärkt werden und alle, die gesamte Abteilung davon lernen kann. Dazu brauchen wir immer auch die verbesserte Ausbildung. Das ist ganz wichtig. Wie Frau Page gesagt hat, wir brauchen Evidenz in der Praxis. Wir brauchen auch die Forschung der Hebammen für die Praxis. Und wir verweisen da noch mal ganz eindrücklich auf unsere Papiere, die wir dazu vorgelegt haben, die wir gerne jetzt auch tatsächlich mit zusammen mit dem Hebammengesetz auch schon mit ins Gesetzgebungsprogramm hinein bekommen haben würden. Ah, jetzt habe ich mich verfranst. Vielen Dank, Frau Dr. Kappert-Gonter. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Wovermann, für die Beantwortung der Frage. Meine nächste Frage geht an Frau Professor Griesop. Wir haben es jetzt hier ja gehört, dass es auch Sorgen gibt, dass die Akademisierung zu einer Reduktion von Hebammen in den Kreißsälen führen könnte. Was sagen Sie zu dieser Vorstellung? Frau Professor Dr. Griesop. Vielen Dank, Melita Griesop, Evangelische Hochschule Berlin, Einzelsachverständige. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube nicht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Akademisierung und Personalmangel in den Kreißsälen. Es gibt ein Positionspapier oder eine Pressemitteilung aus dem letzten Jahr, in dem sich die maßgeblichen Berufsverbände der Geburtshilfe, ärztlicherseits und auch hebammenseits, verständigt haben, dass andere Gründe dort vorrangig die Ursache sind. Das hat zumeist etwas mit der sehr, sehr hohen Arbeitsbelastung zu tun. Das hat auch etwas mit den Strukturen zu tun, mit der interprofessionellen Kommunikation. Dort fällt auch der Begriff der Hierarchien und man hat dort Maßnahmen vorgeschlagen, um an diesen Problemen zu arbeiten. Ich glaube, dass die Akademisierung ein erster Schritt ist, um den Beruf für die potenziellen Bewerberinnen attraktiver zu machen. Ich hoffe sehr, dass auch die Schwangerenvorsorge verstärkt durch Hebammen aufgegriffen wird, um die Betreuungskontinuität dann zu leisten, die so sehr gesundheitsfördernd und präventiv wirkt, gerne auch mit einer Erweiterung auf das erste Lebensjahr. Und das unterstütze ich sehr, dass die also in den Kontext frühe Hilfen. Ich glaube aber, und ich glaube, dass es mehr braucht. Es braucht wirklich eine gesundheitsfördernde Geburtshilfe, damit Hebammen wieder an den Kliniken arbeiten wollen. Und es sollen nicht die freiberuflichen Hebammen sein, die sollen ja aus der Freiberuflichkeit abgezogen werden. Dort brauchen wir sie auch. Sondern es sollen die ausgebildeten Hebammen sein, die sollen die Kliniken attraktiv finden, dort arbeiten wollen. Das hat etwas mit der Geburtshilfe, aber auch mit dem Klima, mit den Strukturen, mit der Attraktivität des Arbeitsplatzes zu tun. Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass der Verbleib im Beruf bei Hebammen ganz wesentlich auch von der beruflichen Autonomie abhängt. Je selbstständiger Hebammen arbeiten können, desto eher oder desto länger bleiben sie im Beruf. Das Hebammengesetz gibt es her. Sie können eigenverantwortlich, selbstständig Geburtshilfe leisten, die physiologischen Geburten oder die Frauen mit physiologischen Geburten eigenständig betreuen. Und das ist ein Konzept, was es gibt, Konzept der hebammengeleiteten Geburtshilfe. Das sollte verstärkt implementiert werden, also um auch die Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Karin Mack von der CDU-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich knüpfe an das Thema Nachqualifizierung, das den Grünen wichtig war. Und meine Frage richtet sich an die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft, Frau Bauer. Welche Qualifizierungsprogramme gibt es denn bereits heute für die schulisch ausgebildeten Hebammen? Wie können sie zusätzlich den Bachelorgrad erwerben? Wie könnten gegebenenfalls solche Programme weiter ausgebaut werden? Es gibt ein System in der Schweiz, auf das Sie, wenn möglich, eingehen könnten. Die praktizieren das System der sogenannten Nachtitulierung. Wäre denn so ein System in Deutschland denkbar? Vielen Dank, Frau Professor Dr. Bauer. DGHWI Bauer. Danke für die Frage.
Wir haben Qualifizierungsprogramme für schulisch ausgebildete Hebammen, berufstätige, berufserfahrene Hebammen in Deutschland an verschiedenen Studienstandorten. Dort ist es möglich, verkürzten Bachelor, meine Kollegin Frau Griesop hatte es vorhin schon erwähnt, zu studieren. In der Regel gehen die Studiengänge 3, maximal 4 Semester. Das heißt, da wird die Möglichkeit einer Anrechnung des Examens oder der Berufszulassung zur Hebamme bis zu 50% kann das ja auf ein Studium angerechnet werden, wenn Sie rechnen, es gibt ein 6-semestriges Studium mit 180 ECTS, also Credit Points, dann können 90 angerechnet werden, sodass 3 Semester zum Studieren übrig bleiben. Das gibt es an mehreren Standorten in Deutschland. Es gibt auch Quereinstiege in die primär qualifizierenden Studiengänge. Wir von der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft sehen den nachträglichen Titelerwerb sehr kritisch, ähnlich wie, also der, wie in der Schweiz praktiziert wird. Alleine schon der Begriff nachträglicher Titelerwerb klingt für uns etwas deprofessionalisierend. Also ich werde nachträglich einen Titel erwerben und eigentlich studiere ich ja nicht und erwerbe Kompetenzen, die ich mit einer Verleihung des Bachelorgrades ja eigentlich haben möchte. Wir als Hochschulen, wir sind ja 16 Standorte, haben da sehr kritisch nochmal bei uns geschaut und versucht zu gucken, wie können solche Studienprogramme attraktiver für berufstätige Hebammen, die im Beruf stehen, aber sich weiter qualifizieren wollen. Wir sehen ja auch im Gesetz, es wäre ja eigentlich nicht notwendig. Hebammen bleiben Hebammen und sind denen gleichgestellt, die hinterher qualifiziert werden über einen Bachelor. Aber ich stimme Frau Bovermann zu, das kann für das Gleichwertigkeitsgefühl einer doch recht kleinen Berufsgruppe von 24.000 Hebammen wichtig sein. Und ich unterstelle vielen Hebammen, dass sie wirklich Lust haben, auch noch zu studieren und ihre Kompetenzen zum Beispiel auf der wissenschaftlichen Seite oder auch anderen Dingen, die in ihrer Ausbildung vielleicht vor 10, 20 Jahren nicht so präsent waren, zu machen. Wir von der DGHWI sehen nochmal und würden das gerne eingefügt haben, dass es eine regelhafte Anerkennung von der Hälfte, also von 50% eines Studienprogramms für berufserfahrene Hebammen geben kann. Und darüber hinaus sollte nochmal, und das geht über das hinaus, was von der Kultus vom KMK vorgeschlagen wird, nochmal individuelle, beruflich erworbene Fortbildung, Weiterbildung, staatlich anerkannte Weiterbildung, zum Beispiel zur leitenden Hebamme, zur Praxisanleitung anerkennen zu lassen. Wir möchten auch Studienprogramme passgenau anbieten für berufstätige Hebammen, wie zum Beispiel Online-Studiengänge, geblockte Seminartage, sodass das studierbar ist. Bei einem nachträglichen Titelerwerb haben wir die Bedenken, dass es eine kostenpflichtige Weiterbildung sein würde. Ein Studiengang kann kostenfrei angeboten werden, außer dass zum Beispiel die Semestergebühren in NRW liegen, die so circa bei 270 € pro Semester anfallen würden. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Emmy Zollner. Meine Frage geht auch an die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaften. Derzeit ist es vorgesehen, dass neben der 12-jährigen Schulausbildung auch eine abgeschlossene Berufsausbildung, zum Beispiel zur Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Pflegefachmann, Pflegefachfrau, Möglichkeiten zum Studium eröffnet. Wäre hier aus Ihrer Sicht eine Erweiterung auch auf ausgebildete medizinische Fachangestellte sinnvoll? Wie würden Sie den Vorschlag bewerten, künftig auch MFAs zum Hebammenstudium zuzulassen? Frau Professor Dr. Bauer. DGHWI Bauer, danke für die Frage. Wir haben gesehen, oder im Gesetz haben Sie, oder wurde festgeschrieben, dass die allgemeine Pflege eine Zugangsvoraussetzung zum Hebammenstudium ist. Wir haben das diskutiert in der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft und begrüßen dies. Wir würden das gerne erweitern. Frau Griesop hatte es vorhin schon erwähnt, auch auf die Kinderkranken oder der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegende das erweitern. Und der Vorschlag von Ihnen ist ja, ob das noch auf die medizinischen Fachangestellten einer 3-jährigen Ausbildung, die ja sehr komplex auch ist und die sich ja mit den medizinischen Grundlagen, Hygiene, aber auch Behandlung, Dokumentation, Organisation von Praxen beschäftigt. Wir konnten uns noch nicht in Tiefe damit beschäftigen, aber grundsätzlich stehen wir dem offen, dass Bewerberinnen, die erst mal einen Realschulabschluss haben, dann eine 3-jährige Ausbildung in einem medizinischen Bereich erfolgreich absolviert haben, auch Zugangs
einen Zugang zum Hebammenstudium haben könnten. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Reukühne. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Die AfD fordert in einem Antrag den Aufbau neuer geburtshilflicher Krankenhausabteilungen. Wie ist Ihre Positionierung zu dieser Forderung? Gehen Sie hierbei bitte auch auf die aktuellen durchschnittlichen Pkw-Fahrzeiten zu einer Fachabteilung für Geburtshilfe oder Gynäkologie ein? Herr Weiß. Steffen Weiß, GKV-Spitzenverband. Vielen Dank für die Frage. Ja, die Planung geburtshilflicher Fachabteilungen obliegt den Landesplanungsbehörden, die für eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung Sorge tragen zu haben. Der von Ihnen angesprochene Antrag der AfD verwundert insofern, als genau die Thematik, die hier angesprochen wird, bereits abgedeckt wird über eine Regelung des GBA. Wir haben seit den 01.01.2019 die Situation, dass die Geburtshilfe im Sinne der Sicherstellungsregelungen des GBA zu den basisversorgungsrelevanten Leistungen eines Krankenhauses gehört. Damit können Sicherstellungszuschläge für die Vorhaltung einer Fachabteilung Geburtshilfe oder Gynäkologie beantragt werden. Und die Voraussetzung ist hier genau, dass eben durch die Schließung eine Situation entstehen würde, dass Pkw-Fahrzeiten von mehr als 40 Minuten entstehen würden. Dementsprechend ist die Einschätzung des GKV-Spitzenverbandes, dass hier die Versorgung entsprechend der Fahrzeitenregelung sichergestellt ist. Wir möchten ergänzend darauf hinweisen, dass diese Bundesregierung mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz eine Sondermaßnahme zur Stärkung ländlicher Krankenhäuser beschlossen hat, die jetzt kurzfristig auch ihre Wirkung entfalten wird. Ländliche Krankenhäuser erhalten hier unabhängig von der Situation, ob sie nun schon eine Förderung über einen Sicherstellungszuschlag erhalten, zusätzlich jeweils 400.000 Euro. Das Paket umfasst ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro. Und darüber hinaus sieht der GKV-Spitzenverband keinen weiteren Förderungsbedarf. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Karin Mack. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Karg und betrifft Erfahrungswerte aus Stuttgart. Das Klinikum in Stuttgart, das ist ein Maximalversorger, hat einen hebammengeleiteten Kreissaal. Mir wäre es jetzt ein Anliegen, dass Sie kurz über Ihre Erfahrungen des Klinikums mit der Arbeit in diesem Kreissaal berichten. Wie wirkt sich denn ein hebammengeführter Kreissaal auf die Zufriedenheit der Hebammen mit ihrer Arbeit aus? Herr Professor Dr. Karg. Ja, Ulrich Karg, Klinikum Stuttgart, Frauenklinik. Sehr geehrte Frau Mark, vielen Dank für die Frage. Wir haben seit 2007 unter dem Dach eines Maximalversorgers einen hebammengeleiteten Kreissaal integriert. Besser vielleicht die Bezeichnung hebammengeleitete Geburt, weil es jetzt nicht ein Raum ist, sondern ein Versorgungsmodell. Dieses Versorgungsmodell wird von ca. 10% der Frauen in Stuttgart, die bei uns zur Geburt kommen, nachgefragt. Bei aktuell 3.500 Entbindungen sind es ca. 350 Frauen, die dieses Modell für sich attraktiv finden. In der Realität können die meisten tatsächlich an einen entsprechenden Kriterienkatalog dann auch in diesem Kreissaal betreut werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass in der Hälfte der Fälle dann von den verantwortlichen Hebammen eine Überleitung durchgeführt wird in die ärztliche Betreuung. Das zeigt, wie wichtig eben solche Betreuungsmodelle zum einen sind in der Stratifizierung der Geburtshilfe. Das heißt, nicht jede Geburt muss gleich betreut werden, sondern es ist wichtig, dass man eine hochindividuelle, frauenorientierte Geburtshilfe anbietet. Die Erfahrung hat dazu, oder was weiterer Effekt war, eine Steigerung der gegenseitigen Wertschätzung, dieser Interprofessionalität, die Sie angesprochen haben, sowohl von Seiten der Ärzte als auch von Seiten der Hebammen, hat das zu einer Verbesserung beigetragen, insbesondere weil der Arzt dann eben in dieser Situation nicht als störend oder als behindernd wahrgenommen wurde, sondern auch als sehr hilfreich. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder Karin Mark.
Ja, ich bleibe bei Ihnen, Herr Professor Karg. Ist denn nach Ihrer Meinung ein hebammengeleiteter Kreißsaal geeignet, um zum Beispiel auch die Zahl der Kaiserschnitte grundsätzlich zu reduzieren? Also wir haben Kenntnis davon, dass die Anzahl der Kaiserschnitte um ein Vielfaches niedriger als in Krankenhäusern ohne Hebammen geführten Kreißsaal ist. Können Sie dazu noch etwas uns Nachhilfe geben? Herr Professor Dr. Karg. Ulrich Karg, Klinikum Stuttgart, Frauenklinik. Sie sehen mich schmunzeln, aus dem einfachen Grunde, die Kaiserschnittfrequenz der Frauenklinik Stuttgart liegt bei ungefähr 38%. Das heißt, sie liegt teilweise sogar über dem Durchschnitt. In dem hebammengeleiteten Kreißsaal ist sie 0%, weil die Hebammen keinen Kaiserschnitt machen. Nach Überleitung, die Geburten, die übergeleitet werden, da haben wir eine Sektorfrequenz dann auch von 25-30%. Das soll Ihnen andeuten, dass ein Kaiserschnitt immer eine hochindividuelle Entscheidung darstellt. Das heißt, jede Geburt ist anders zu bewerten. Und ich bin ein Feind, ich kriege wirklich Schwierigkeiten mit der Ideologisierung des Kaiserschnittes. Ja, die Politisierung und Ideologisierung des Kaiserschnittes ist ein Fehlweg. Es geht um individuelle, frauenorientierte Geburtshilfe. Und da kann der Kaiserschnitt bei Frau X genau der richtige Weg sein. Das darf man nicht vergessen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Emmy Zollner. Ja, meine Frage geht nochmal an die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaften. Durch die vorgesehene Betreuungsquote von 25% werden wir einen großen Mehrbedarf an Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen haben. Und wie können wir Ihrer Meinung nach ausreichend Anleiterinnen und Anleiter motivieren und ausbilden, um den Bedarf zu decken? Sehen Sie die Möglichkeit, an Hochschulen Weiterbildungssemester bzw. Weiterbildungsoffensiven zu etablieren? Vielen Dank, Frau Dr. Professor Dr. Bauer. Die GHWI, Nicola Bauer. Danke für die Frage. Ja, ich glaube, wir müssen die Hebammen gar nicht so sehr motivieren, als Praxisanleiterin zu arbeiten. Es wurde vorhin ja schon gesagt, in der täglichen Arbeit arbeiten Hebammen mit werdenden Hebammen zusammen. Und wir haben an der Hochschule für Gesundheit in Bochum einen Weiterbildungskurs seit 2011, haben da inzwischen 160 Hebammen, Pflegende und auch einen Gynäkologen ausgebildet zur Praxisanleitung und sehen, dass die Motivation, das zu tun, groß ist. Wir haben uns dabei an das Pflegeberufegesetz gehalten und die 300 Stunden jetzt seit diesem Jahr, die vorgeschrieben sind im Gesetz. Wir haben aber eine modernere Variante genommen. Das heißt, wenn wir Weiterbildungen anbieten für berufstätige Hebammen, müssen die ja auch, ich sage jetzt mal, studierbar oder machbar sein. Das heißt, wie viel Präsenzzeit oder, was ja vorhin angesprochen wurde, Digitalisierung, wie viel kann da über Online-Präsenz oder digitale Medien abgeleistet werden? Ich glaube, dass wir eine, wie Sie schon sagten, eine Weiterbildungsoffensive benötigen. Und ich glaube, dass die Hochschulen da sehr gerne dazu bereit sind, diese Weiterbildung zum Beispiel in einem Modul Praxisanleiter-Weiterbildung anzubieten. Das würde bei uns bedeuten, 300 Stunden in diesem Modul äquivalent zu 10 Credit Points, also ECTS, die, und das haben wir auch erlebt, viele Studierende, viele Hebammen, berufstätige, langjährig berufstätige Hebammen Lust am Studium bekommen. Die schnuppern da rein, die merken, wow, die Weiterbildung bringt mich doch sehr viel weiter. Ich bekomme Einblick in eine Hochschule, bekomme Einblick in Datenbanken, in Bibliotheken, wie auch immer, und gehen dann in einen weiterqualifizierenden Studiengang und können diese 10 ECTS in diesem Modul mitnehmen und anrechnen lassen oder anerkennen lassen. Also ich glaube, das ist ein guter Einstieg, und ich glaube auch, wir brauchen das flächendeckend. Von den 160 bei uns weitergebildeten Hebammen sind circa ein Viertel Hebammen, die außerklinisch arbeiten, die auch den Bedarf sehen, sich weiterzubilden, um werdende Hebammen in der Praxis gut anleiten, bewerten und begleiten zu können in diesem doch anspruchsvollen Feld von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder Emmy Zollner. Meine Frage geht nochmal an den Deutschen Hebammenverband. Ich würde auch gerne von Ihnen nochmal wissen, wie Sie mit der Bitte eben auf das in der Schweiz praktizierte System der Nachtitulierung einzugehen, wie Sie das bewerten.
Frau Bovermann. Danke, Bovermann, Deutscher Hebammenverband. Ja, ich habe bereits gesagt, wir bewerten das sehr positiv und wir glauben tatsächlich, dass das sehr wichtig ist, dass ein solches Programm hier eingeführt wird. Und ich glaube auch, dass unsere Aussagen sich hier gar nicht so sehr widersprechen. Wichtig ist natürlich, dass viel von der Lebensberufserfahrung von Kolleginnen angerechnet wird. Und am Ende fehlt da nicht mehr viel. Das Bundesverwaltungsgericht hat mal entschieden, bei den Ingenieuren damals nach der Wiedervereinigung gab es offenbar auch da einen Dissens. Und das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, wenn die Menschen, die den akademischen Grad auf Antrag erhalten, wenn die vielleicht mit ein bisschen eigener Fort- und Weiterbildung dann in der Lage sind, ihren Beruf auszuüben, dann ist es völlig legitim, ein solches Instrument zu nutzen. Und ich muss ja jetzt deutlich feststellen, die Hebammen, die wir hier in Deutschland haben, üben ihren Beruf bereits aus und sie können das. Das heißt, es ist klar, dass die gerade mit ihrer Lebenserfahrung und mit ihren vielen Dingen, die sie bereits gemacht haben, da nicht nochmal ein komplettes Studium 1,5 Jahre durchlaufen müssen. Mindestens 1,5 Jahre. Und ich sage mal, es gibt Studiengänge, die sind auch auf 3 bis 4 Jahre angelegt. 1 Jahr Berufserfahrung, 3 Jahre Praxis. Dann ist man 7 Jahre unterwegs, um einen Bachelor zu haben und einfach weiter als Hebamme zu arbeiten. Und das halten wir für wenig attraktiv und es wird verhindern, dass unsere Profession sich weiterentwickelt. Gerade die Tatsache, dass wir so viele Praxisanleiterinnen brauchen werden und Praxisanleiter, kann genutzt werden, um eben attraktive Programme zu entwickeln. Ich finde das sehr gut, den Gedanken, das an der Hochschule zu machen, mit der Verbindung von Leistungspunkten. Und wenn wir dazu noch ein Förderprogramm hätten, vom Bund aufgesetzt in ganz Deutschland, was diesen Kolleginnen hilft. Die haben ja dann, wenn sie praktizieren, haben sie dann ja einen Verdienstausfall und so weiter, was denen hilft, das zeitnah zu bewältigen. Wenn wir weiterhin denen anbieten, damit auch den nachträglichen Titel erwerben zu können. Und wir können uns total gerne darüber unterhalten, wie wir da ein besseres Wort finden. Mir ist noch keins eingefallen, aber ich glaube, da finden wir schon noch was. Wenn wir das damit kombinieren würden, wäre es, glaube ich, ein ganz großer Anreiz für die Kolleginnen, die ja tatsächlich eine gewaltige Leistung jetzt erstmal erbringen müssen, um in die Praxisanleitung zu kommen. Und wir können denen da sehr viel helfen, einmal durch finanzielle Unterstützung und zum anderen, indem sie mehr erwerben als einfach nur eine Weiterbildung, sondern indem sie auch Anschluss finden an das System, was jetzt bald eingeführt wird. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Michael Henrich. Auch ganz kurz an den Deutschen Caritasverband. Wir haben eine Regelung zu den Reise- und Fahrtkosten bei medizinischen Reha-Maßnahmen, wo es ja um eine Erweiterung geht, was die Angehörigen und die begleitenden pflegebedürftige Personen angeht. Wie beurteilen Sie diese Neuregelung? Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Wir beurteilen die Regelung ausdrücklich positiv. Sie wird sowohl den Menschen helfen, die ihre pflegenden Angehörigen in die Kur begleiten, als auch sozusagen denen, die dann in Kurzzeitpflegeeinrichtungen während der Kur der pflegenden Angehörigen gepflegt werden müssen. Und diese Regelung war, denke ich, überfällig. Und wir freuen uns sozusagen, dass sie im Interesse der Betroffenen jetzt nun mit dem Gesetz zur Hebammenreform geschlossen wird. Vielen Dank. Wir danken auch für die Zeitspende uns bei der CDU für 47 Sekunden. Und die nächste Frage stellt die SPD-Fraktion, Frau Dittmar. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den GKV-Spitzenverband und an Verdi. Welche zusätzlichen Voraussetzungen in Bezug auf die räumliche und organisatorische Gestaltung der Arbeitsstätte sollten freiberufliche Hebammen, abgesehen von den Mindestvoraussetzungen für Praxisanleiterinnen, erfüllen, um als Station für Praxiseinsätze in der ambulanten Geburtshilfe in Frage zu kommen? Frau Masin, Sie haben das Wort. Ja. Elke Masin, GKV Spitzenverband. Vielen Dank für die Frage. Wir sehen das so, für die aufsuchende Betreuung in der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett bei der Frau zu Hause reicht es natürlich aus, wenn die Hebamme eine Weiterbildung zur Praxisanleitung gemacht hat. Räumliche Voraussetzungen werden hier natürlich nicht benötigt. In Geburtshäusern oder in sogenannten Hebammenpraxen, die es gibt, sollten, wie es ja bereits im Gesetzvorschlag vorgesehen ist, die Qualitätsanforderungen des Hebammenvertrages und die Qualitätsanforderungen des Geburtshausvertrages nach § 134a SGB V erfüllt sein. Beide Verträge regeln in einer Anlage Qualitätsvereinbarung die Anforderungen an das Qualitätsmanagement der Hebamme bzw. an das Qualitätsmanagement der Einrichtung bis hin zu entsprechenden Vorgaben für interne und externe Audits oder Zertifizierungen
und deren stichprobenartige Überprüfung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wehrheim. Melanie Wehrheim von Verdi. Aus unserer Sicht wäre wichtig, dass die Qualität der Ausbildung durchgängig sichergestellt wird. Und deshalb regen wir erst mal an, bei den Praxiseinsätzen insgesamt, also auch bei den freiberuflichen Hebammen, erst mal eindeutig die nähere inhaltliche Ausgestaltung vorzunehmen. Und auf dieser Grundlage kann dann auch der zeitliche Umfang und die Anforderungen an die notwendigen Rahmenbedingungen abgeleitet werden. Was wir sehr wünschenswert finden, dass es insgesamt an die Frage der Geeignetheit möglichst einheitliche Kriterien gibt, damit es hier nicht sehr unterschiedliche Ausgestaltungen gibt. Was uns sehr wichtig ist, das hatte ich schon gesagt, ist die Sicherung der Praxisanleitung. Und wir unterstreichen, dass es sehr wichtig ist, dass die praktischen Anleitungssituationen auch im alltäglichen Ablauf erfolgen können. Und deshalb halten wir es wichtig, dass die praktische Anleitung der Studierenden unter ständiger Anleitung und Aufsicht einer dafür qualifizierten Hebamme erfolgt. Und dafür braucht es entsprechende Vorgaben, was die Verhältniszahl betrifft und auch eine entsprechende Vorgabe zur erforderlichen berufspädagogischen Zusatzqualifikation. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Bettina Müller. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Deutschen Hebammenverband und an den GKV-Spitzenverband. Sollte dieser Gesetzesentwurf Leitplanken oder Vorgaben im Gesetzestext oder in der Begründung enthalten, um die nach § 13 Absatz 3 vorgesehenen landesrechtlichen Regelungen für die Eignung von Krankenhäusern, freiberuflichen Hebammen und anderen Einrichtungen und Praxiseinsatzorten möglichst bundeseinheitlich zu regeln? Frau Bovermann. Bovermann, Deutscher Hebammenverband. Danke für die Frage. Wir gehen davon aus, dass die Hochschulen das tatsächlich auch ein wenig individuell von den Rahmenbedingungen in ihrem Umfeld ausgestalten sollten. Sicherlich ist es möglich, da Rahmenbedingungen zu schaffen, auch schon im Bundesgesetz. Letztendlich sollte dann aber auch, denke ich, in einer Region, wo eine Hochschule ist, geschaut werden, welche Kooperationspartner sind da zur Verfügung. Die Eignung wird dann von den Hochschulen überprüft. Es werden die grundsätzlichen Voraussetzungen werden festgelegt werden. Und ich denke, über die Akkreditierungsverfahren, die ja in jedem Fall nötig sind, wird dann auch überprüft werden, ob die Rahmenbedingungen geeignet sind, um wirklich das Studienziel sicherzustellen. Also ich würde denken, es ist in jedem Fall nicht falsch, Rahmenbedingungen im Gesetz auch festzulegen. Allerdings sollte das nicht zu eng gefasst werden, damit die Hochschulen Gestaltungsspielraum haben, um auf individuelle Bedingungen in ihrem Umfeld auch wirklich einzugehen. Qualität gesichert wird dann am Ende über das Akkreditierungsverfahren. Herr Weiß. Steffen Weiß, GKV Spitzenverband. Vielen Dank für die Frage. Es stellt sich tatsächlich die Frage, mit welcher Intention landesrechtliche Regelungen möglich sein sollen. Es sollen ja alle Krankenhäuser nach § 108 SGB 5 zugelassen sein. Mit Blick auf § 13 Absatz 3 des vorliegenden Gesetzentwurfs könnte bei entsprechender Konkretisierung der Regelung im Bundesgesetz durchaus die Bestimmung der möglichen Einrichtungen nach landesrechtlichen Regelungen entbehrlich sein. Aus GKV-Sicht ist es selbstredend wichtig, dass Sie über geburtshilfliche Abteilungen verfügen müssen. Das hört sich jetzt banal an, aber wenn man sich jetzt den § 108 anguckt, dann sind da tatsächlich nur zugelassene Krankenhäuser genannt. Und das könnten auch welche sein, die nur eine orthopädische Abteilung haben. Das ist eine Selbstverständlichkeit, aber sollte entsprechend ergänzt werden. Dementsprechend sollte auf Bundesebene auch noch mal festgeschrieben werden, dass sichergestellt ist, dass die Bereiche Vorsorge, Geburt und Wochenbett im ausreichenden Maße abgedeckt sind. Vielen Dank, Herr Heidenblut. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den DKG und die Caritas. Als Zugangsvoraussetzung sieht der Gesetzentwurf auch die Ausbildung zur Pflegefachkraft und damit natürlich auch die Ausbildung zur Pflegefachkraft mit Vertiefungseinsatz Kinderkrankenpflege vor. Das Gesetz hat allerdings noch die Möglichkeit, die spezialisierte Kinderkrankenpflegeausbildung nach 58 zu machen, und die hätte dann keine Zugangsmöglichkeit. Aus Ihrer Sicht gibt es die Notwendigkeit, hier Nachregelungen im Pflegeberufegesetz zum Beispiel vorzunehmen, um den Zugang für beide Abschlüsse zu sichern. Herr Köpf. Pia Köpf, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wir würden eine entsprechende Nachregelung begrüßen, weil es aus unserer Sicht auch nicht nachvollziehbar ist, warum beispielsweise die Pflegefachfrau, der Pflegefachmann mit Vertiefungseinsatz Kinderkrankenpflege zugelassen wäre, aber
mit der Spezialisierung nach, ich glaube, Paragraph 59 nicht, obwohl beide, ich sage es mal, einen zweijährigen Common Trunk ja durchlaufen haben, auch an der Stelle, und selbst das dritte Jahr sich am Ende wahrscheinlich inhaltlich nur marginal unterscheidet in der Ausbildung. Also insofern würden wir so etwas begrüßen. Man müsste wahrscheinlich noch mal genau rechtlich prüfen, ob es dafür nicht noch mal eine Anpassung der EU-Richtlinie benötigt in der entsprechenden, dem Annex. Aber wir würden das auf jeden Fall begrüßen, wenn da noch mal eine Nachregelung kommen würde. Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Ja, Elisabeth Fix für den Deutschen Caritasverband. Ich schließe mich hier ausdrücklich der eben vorgenommenen Argumentation von Herrn Köpf an. Ich glaube, es ist im Gesetz nicht so schwierig zu regeln. Man könnte in § 10 Absatz 1 Nummer 1b Doppelbuchstabe BB, wo sozusagen die Zugangsvoraussetzung der Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen geregelt ist, ohne weiteres einfach noch einmal aufnehmen, dass auch Paragraph 60 die spezialisierte Kinderkrankenpflege zu ergänzen ist. Ja, man muss sagen, es kann sein sozusagen, dass das EU-Recht dieses beanstanden würde, weil die EU-Richtlinie tatsächlich nur vorsieht, dass die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen hier zugelassen werden und nicht ausdrücklich die Kinderkrankenpflegerinnen. Aber ich glaube, dass sozusagen hier dieser Ergänzungsbedarf durchaus mit dem Recht konform gehen könnte. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar. Ja, meine Frage geht nochmal an Verdi. Paragraph 29 sieht vor, dass der Vertrag mit der verantwortlichen Praxiseinrichtung erst nach Vorlage einer schriftlichen Studienplatzzusage wirksam werden wird. Laut Gesetzesbegründung liegt damit die Auswahlentscheidung damit bei der Hochschule. Verdi dagegen spricht sich in seiner Stellungnahme dafür aus, dass die Auswahlentscheidung wie bei einem dualen Studium üblich bei einer verantwortlichen Praxiseinrichtung liegt. Können Sie das bitte näher erläutern? Frau Wehrheim. Melanie Wehrheim von Verdi. Zunächst, Verdi teilt die grundsätzliche Zielsetzung des Gesetzentwurfs, das Studium als duales Studium auszugestalten. Und deshalb begrüßen wir auch ausdrücklich die Vorgabe, dass die studierende Person einen schriftlichen Vertrag zur akademischen Hebammenausbildung mit dem Inhaber bzw. Träger der verantwortlichen Praxiseinrichtung schließen muss. Eine eindeutige Definition als Ausbildungsverhältnis sichert unseres Erachtens Arbeitnehmerrechte im ausbildenden Betrieb und sorgt auch für eine soziale Absicherung während des Studiums. Da der Praxisanteil eine hohe Bedeutung hat, ist aus unserer Sicht die Ausbildungsverantwortung des Betriebes auch zu stärken. Und deshalb sollte die Auswahlentscheidung bei der verantwortlichen Praxiseinrichtung liegen. In der Gesetzesbegründung wird darauf abgestellt, dass die Auswahlentscheidung hier bei der Hochschule liegen müsse, da dies der Regelung zur Gesamtverantwortung der Hochschule für das Studium entspreche. Doch die Gesamtverantwortung bezieht sich unseres Erachtens in § 22 folgerichtig auf die Koordination der theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen mit den berufspraktischen Einsätzen. Und maßgebend für ein duales Studium ist, dass die Lernorte systematisch miteinander verzahnt sind, sowohl inhaltlich als auch vertraglich. Und das sehen wir im Gesetzentwurf durch die Vorgaben zur Schließung von Kooperationsvereinbarungen und zur Verzahnung von Theorie und Praxis auch so angelegt. Nachbesserungsbedarf sehen wir hier, wenn nur im Detail. Danke sehr. Vielen Dank. Ich danke auch der SPD-Fraktion für die Zeitspende. Und wir sind damit am Ende der Anhörung angelangt. Ich darf mich bei allen ganz herzlich bedanken. Wir werden sicherlich im Ausschuss die Erkenntnisse auswerten. Und ich bin dann gespannt, welche Änderungsanträge es zum Gesetzentwurf dann geben wird. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Und da es unsere letzte Sitzung ist vor der Sommerpause, wünsche ich allen eine angenehme Sommerpause.